90 anni del Sachsenring sono fantastici. Auguri a tutti. 90 Jahre Sachsenring jetzt live in MDR. Giacomo Agostini und Johnny Cecotto, zwei Rennsportlegenden. Der eine 15-facher Weltmeister auf dem Motorrad, der andere auf dem Motorrad-Weltmeister und auch noch in der Formel 1 und der DTM unterwegs gewesen. Beide mittlerweile in Italien zu Hause. Und damit herzlich willkommen zu Sport im Osten an diesem Sonntag. Und herzlich willkommen vom Sachsenring zu einer großen Jubiläumsfeier mit Almut Rudel. Und mit René Kindermann. Und ich finde ja, 3 Stunden Sport im Osten für 90 Jahre Sachsenring, das ist fast ein bisschen wenig, aber hier beim Sachsenring Classic wollen wir die Geschichte deutlich aufleben lassen. Da wird eine Menge drin sein in 3 Stunden. Wir werden also historische Motorräder sehen, die nochmal richtig Rennen fahren gegeneinander, wo es wirklich darum geht, dass die alle gewinnen wollen. Das ist keine Showveranstaltung, muss man ganz klar sagen. Und wir haben historische Autos natürlich auch mit dabei aus der Formelklasse. Sie werden die Melkos-Autos wiedersehen und natürlich auch bei den Tourenwagen aus den alten DDR-Zeiten. Da unten stehen sie schon. Da stehen Zastava und Sapporo und Skoda. Und alles ist mit dabei und heute hier mit am Start. Also es wird eine tolle Mischung von 3 Stunden Sport im Osten. An die 700 Fahrer aus 21 Ländern werden in 15 Klassen an den Start gehen und wie gesagt die Geschichte nochmal lebendig werden lassen. Ja, und wie begegnet man einem 90-Jährigen? Auf alle Fälle erstmal mit Hochachtung und Respekt. Das stimmt, und eigentlich sehr leise, damit die Hörgeräte nicht platzen. Das Problem daran ist, dass diese 90. Geburtstag hier extrem laut werden wird und sie haben, das kann ich Ihnen versprechen, alle hier rund um Sachsen einfach ein bisschen Benzin im Blut und werden das heute auch wieder beweisen und unter Beweis stellen. Es wird eine tolle, tolle Geschichte. Und bei 90-Jährigen werden ja immer viele Geschichten erzählt. Man redet oft über Krankheit, aber wir reden nicht über Krankheit heute. Nein, nicht über Krankheit. Und diese Geschichten gibt es natürlich hier auch beim Sachsenring zuhauf. Uwe Carter hat sie für uns zusammengetragen. Sommer 84. Rennwagen rasen durch Häuserschluchten. Monte Carlo, Long Beach oder Dallas? Nein, Hohenstein-Ernsthal am Sachsenring. Wahnsinnig schnell, schnelle Kurven, Mut, aber auch ein bisschen auch. Der Sachsenring ist für mich die Sportstätte, an der ich geboren bin und die mich geprägt hat. Der Sachsenring ist für mich einer meiner Höhepunkte als Motorsportmensch, als Streckensprecher. Das Besondere an einem Rennwochenende waren einfach die Leute, die dann halt da waren, die Zuschauer, die waren alle total begeistert. Ein Orkan an Beifall. Allein in den Jahren, wo der MD-77 dort gefahren ist, über 5 Millionen Zuschauer. Jeder zweite Erwachsene der DDR war immer am Sachsenring in der Zeit. Der Sachsenring in diesen Tagen. Eine Schwalbe für Steve Jenkner und eine Schwalbe für Dirk Heidolf. Und Schock. Schock. Ein ist wo? Und dann. Ah, ja. Zeig dir, ja. Na dann komm. Ob die beiden ehemaligen Rennfahrer mit der für sie ungewohnten Technik klarkommen werden? Jetzt sind wir ja gespannt hier. Ja, warte hier, komm. Technischer Defekt. Ihr habt es schon gesehen. Oh. Reparatur. Ja, sage mal. Jetzt nochmal. Let's go. Na bitte. Übrigens, sowohl Steve Jenkner als auch Dirk Heidolf sind direkt am alten Sachsenring aufgewachsen. Unsere Schule stand im Innenring, unser Haus stand im Innenring. Das hieß schon mal als erstes, dass an dem Wochenende war der Verkehr lahmgelegt, also wir konnten eigentlich auch nicht raus. Die Erinnerungen der beiden ehemaligen Rennfahrer reichen zurück bis etwa Mitte der 80er Jahre.
Völkerwanderung war angesagt, wenn die Massen zum Sachsenring strömten. Mehr als 200.000 Besucher aus der ganzen Republik säumten die knapp 9 Kilometer lange Rennstrecke in und um Hohenstein-Ernsthal. Also das Besondere an einem Rennwochenende waren einfach die Leute, die dann halt da waren, die Zuschauer, die waren alle total begeistert und haben halt dann diese Bockwürste mit sauren Gurken und sonstigen Sachen und Wimpel und Fahnen und was die alles so mit hatten. Und noch dazu war mein Opa damals in der Rennleitung von dem ganzen Komitee da. Und die sind halt an die Schulen gekommen, haben gesagt, wer hat da Interesse, wer möchte da mitmachen. Und da waren natürlich zwei Hände von mir oben und dann sind wir da hingegangen mit Halstuch und haben die Fahrer im Prinzip vom Vorstart zum Start begleitet. Ich glaube, das ist so das Erste. Also der Einmarsch da im Prinzip zum Start, das war so das erste Erinnerung. Dann saß man natürlich auf der Tribüne, haben die ganzen Rennen angeguckt. Trabant, Zastava, alles, was damals so gefahren ist, hat die Namen so ein bisschen, Peter Mücke und so, war immer mein Idol. 88, Zastava, Gelb-Blau, Nanu, kann nur einer sein, Peter Mücke, ja denkst du. Mein Vater hatte halt früher die Tribüne da am Start und Ziel, die Holztribüne da bauen müssen. Ich als kleiner Bub habe dann früher im Straßenkram gelegen, mit Rennen angeschaut oder ich war halt dann hier mit unten am Sachsenring live dabei und habe dann auf den Plattenstraßen, die dann hinter der Tribüne standen, so habe ich dann das Mopedfahren angefangen zu lernen. Also zurück zu den Wurzeln könnte man meinen, das Urteil nach dem Warm-up. Krach, ein Traum. Sehr schön. Sehr gut. Automatik, brauchen wir nicht viel machen. Moderne Technik. Wer mehr über den Sachsenring und seine Historie erfahren möchte, ist bei diesem Mann genau richtig. Lutz Weidlich war vor einem halben Jahrhundert am Start und Ziel Streckensprecher bei den legendären Weltmeisterschaftsläufen auf dem alten Stadtkurs. Der Leipziger kennt jeden Fahrer, jede Maschine, jedes Geräusch. Bitte übernehmen Sie. Zigtausend Blicke gehen gespannt hinauf zur Abfahrt, wo in wenigen Momenten aus dem Wald heraus die Spitzenreiter kommen müssen. Und da kommen sie nebeneinander, nebeneinander. Sie fahren nebeneinander durch die Quickenbergkurve. Wer wird das gewinnen? Unwahrscheinlich dieses Finish. Eine Neuauflage des Zweikampfes von 1962 zwischen Mike Hilbert und Jim Redman. Sie werden sich erinnern, da war es ganz genauso, als Hilbert wieder entwickelt. Wir besuchen mit Lutz Weidlich das Rennsportmuseum in Hohenstein-Ernsthal und die Stimme vom Sachsenring ist sofort in ihrem Element. Ich kenne das ja alles aus dem Kopf, weil ich das ja alles miterlebt habe, hier zum Beispiel die Morbidelli. Das war natürlich was ganz besonders Feines, in Pesaro beheimatet, an der Adria. Das sind natürlich Maschinen gewesen, die Motorsportgeschichte geschrieben haben. Vor nunmehr 90 Jahren, zu Himmelfahrt 1927, dröhnen zum ersten Mal die Motoren. Organisiert wird eine Wettfahrt. Die Strecke liefert zugleich den Namen Badberg-Vierecksrennen. Der erste Start ist um 7.15 Uhr in der Früh. 130.000 Zuschauer säumen das Geschehen auf der Holperpiste. Die Menschen standen bis an den Straßenrand und teilweise bis auf die Straße, sodass natürlich ein Sturz immer mit irgendwelchen Verletzungen dann oft der Zuschauer verbunden war. Und das hatte, wie gesagt, 1928 zu 44 Unfällen geführt, so dass man sich also gewogen sah, weitere Rennen zu untersagen. Erst 1934 wird es weitergehen. Rekordverdächtig die Distanz beim Großen Preis von Deutschland. Es geht über 50 Runden, stolze 436 Kilometer. 1937 erhält der Kurs seinen endgültigen und berühmten Namen, Sachsenring. Das Rennen im August 1939 soll das letzte sein für eine sehr lange Zeit. Der Krieg lässt auch keinen Raum mehr für den Motorsport. Nach 10-jähriger Pause wieder Sachsenringrennen. Dieses motorsportliche Großereignis
mit 350.000 Zuschauern wurde zur bedeutendsten Sportveranstaltung in Deutschland der Nachkriegszeit. Der Star der ersten Nachkriegsrennen ist aber kein Fahrer aus Ost oder West. Es ist der damalige Streckensprecher. Hubert Schmidt, Gigo. Ja, hier ist Gigo. Wunderschön. Ja. So kenne ich ihn von früher her noch. Mit dieser Baskenmütze mit dem Pürzel obendrauf. Das sind die 50er Jahre. Jawohl. Da war ich ja noch ein ganz kleines Licht, aber ein großer Verehrer von Gigo, das muss ich sagen. Ja, er konnte reden wie ein Wasserfall und versuchte dann natürlich zwei, drei Dinge zu parodieren, indem er die Motorengeräusche fast echt nachmachte. Da unten stehen die Motorräder und die Fahrer und jetzt grünes Licht, Start! Dann geht die wilde Jagd hinein nach Hohenstein, Ernsthal, durch die Stadt hindurch. Am Fahrtwehr ist die nächste Sprechstelle und da kommen die Fahrer. Zweimal schreit er hinauf zum heiteren Blick. Heruntergejagt. Dort geht es hinunter zu Stadt und Ziel am Queckenberg. 300.000 bis 400.000 Zuschauer säumen in dieser Zeit die Strecke. Eine faszinierende Atmosphäre. In der 2000er Klasse waren es die Sportfreunde aus dem deutschen Westen mit dem deutschen Meister Toni Ullmann an der Spitze, die ihre Veritas zum Siege steuern konnten. Hier war es der Mannheimer Helferich, der Toni Ullmann zur Hergabe seines letzten Könnens zwang und dabei die schnellste Runde mit 133 Kilometer fuhr. Die Menschen strömten unten vom Bahnhof nach oben. Ich kann dir sagen, da haben wir geheult. Das haben wir, also uns war das irgendwie, jetzt geht der Traum in Erfüllung. Diese Massen, die da plötzlich ankamen, war unglaublich. Während sich die Männer in erster Linie für die heißen Öfen interessieren, gucken die Damen auch nach den Typen hinterm Volant. Nach dem Düsseldorfer Toni Ullmann oder nach Theo Helfrich aus Mannheim. Das war schon ein feiner Kerl, hat mir schon gefallen. Da hätte ich vielleicht mal mich vom 50er vernaschen lassen. Wir sind in Panitzsch, nur wenige Kilometer von der Leipziger Stadtgrenze entfernt. Noch immer. Und ganz ein bisschen schräg. Der Rennwagen, den Tobias und Volker Wurm rangieren, hat mittlerweile 40 Jahre auf dem Buckel. Gesteuert wird er von Wurm Junior. Tobias ist Baujahr 1980 und auf den Rennstrecken der ehemaligen DDR groß geworden. Seit einigen Jahren fährt er in der historischen Rennserie Heigo. Und das mit ganz beachtlichem Erfolg. Vater Volker steuerte den Formelwagen zu DDR-Zeiten. Heute ist er Teamchef und Mechaniker. Das ist, wir reden da relativ wenig. Manchmal schreien wir auch uns an. Es kommt immer auf die Erfolgslage drauf an. Wenn es nicht klappt, dann steigt der aus dem Auto aus und macht einen Rennblick. Was heißt denn da wieder von der Scheiße zusammengebracht? Der Star im Team Wurm aber ist das Auto, ein MT-77. Das Schmuckstück der Familie Wurm hat eine ganz besondere Geschichte. Bei der Weltpremiere auf dem Sachsenring gehört er zu den ersten drei Exemplaren des MT-77 und ist zudem im Regensommer 1977 auch noch das Siegerauto beim damaligen Erstauftritt. Und ganz nebenbei, mit 260 Sachen das schnellste Auto der DDR. Sommer 1960. Der Sachsenring wird herausgeputzt. Am Queckenberg entsteht der neue Start- und Zielturm und wird schon bald zum Wahrzeichen der Strecke. Der Grund für die Schönheitskur ist die bevorstehende erste Weltmeisterschaft, die hier ausgetragen werden soll. Allerdings ohne Motorengedröhn, dafür ausschließlich mit Muskelkraft. Das Rennen trat in seine entscheidende Phase. Verbissener Kampf, Rad an Rad, ließ keinen mehr zur Ruhe kommen. Jeder der 110 Fahrer aus 30 Ländern wollte im entscheidenden Moment dabei sein.
Im letzten Drittel des Feldes zog eben Gustav Adolf Schuh an uns vorbei. Es ist die berühmte Geschichte vom selbstlosen Schuhr, der seinen Mitstreiter Bernhard Eckstein gewinnen lässt, um den Titel für sein Land zu sichern. Beide sind noch einmal an den Sachsenring zurückgekehrt, um sich an dieses denkwürdige Rennen zu erinnern. Es war, man kann sagen, Mistwetter, Sauwetter, nass, kalt, regnerisch. Ich verurteile ich gerne so nasses, kaltes Rennen, muss ich sagen. Ist ja doch immer mit Sturzgefahr verbunden und glatt ist dann die Fläche auch und so. Nee, das war nicht mein Ding. Dann schien sich die Situation zuzuspitzen. Die Italiener Trapi, Cervini und Rosso, die Belgier Van den Bergen und Lelande, Melichov, Sowjetunion und der Franzose Simon in einer 8-Mann starken Spitzengruppe. Ein Trost für die 150.000 an der Strecke. Bernhard Eckstein mit der Nummer 61 war mit dabei. Immer weiter ging es den Wattberg hinan. Immer wieder sah Bernhard Eckstein sich um. Wo blieb das Feld mit seinen Kameraden? Wo blieb Käfer Schur? Die Leute fingen auch schon einzeln an zu pfeifen. Der Schur macht gar nichts, der fährt ja nur mit, der ruht sich aus, lässt die Flügel hängen. Ja, das sind diese Momente, wo man dann entscheiden muss, also jetzt kannst du dich nicht mehr schonen. Du musst jetzt ran oder die Messen sind gesungen. Ja. Käfer hatte die Gefahr längst erkannt und war bemüht, den Ausreißer nachzujagen. Jetzt hielt einer der bekanntesten Fahrer seine Zeit für gekommen. Der Belgier Willy van den Bergen war allein abgefahren. Sein Vorsprung in der vorletzten Runde, 28 Sekunden. Und der Bernhard, der hat hier unten, wir sind durch diese Senke hier hindurch, und ich weiß, wir kamen an den Wannenbergen heran und Bernhard hat sofort angegriffen. Das Klügste, was der Mann tun konnte. Und dann war die Situation für mich, was machst du jetzt? Ich hätte auch gerne gewonnen. Aber dann habe ich gedacht, was macht der Belgier? Der Belgier hing dann bei mir dran. Der hat wieder gedacht, was macht Schur? Zwischen MTS und Jugendkurve war es soweit. Schur und Eckstein hatten den Belgier in gemeinsamer Fahrt nahezu erreicht. Als der erste Fahrer aus dem Wald vor dem Queckenberg auftauchte, war die Entscheidung bereits gefallen. Mit sicherem Abstand lag Bernhard Eckstein allein in Führung. Neuer Weltmeister im Straßenrennsport Bernhard Eckstein. Käfer Schur ließ den Belgier Vandenbergen keine Chance und wurde sicherer Zweiter. Ein triumphales Finale der Radsport-Weltmeisterschaften 1960. Das ist natürlich eine Sache. So, siehste? Und ich hier. Jetzt wollen wir auf unseren Doppelerfolg anstoßen. Gleich trinken? Trinken wir schon mal, also Gustav. Also, das ist ja eine Wolke, dass du endlich mal hin ausgibst, Bernhard, wa? Prost, so lange. Nur ein Jahr später Hohenstein-Ernsthal im Sommer 1961. Zwei Wochen vor dem Mauerbau geht es auf dem Sachsenring zum ersten Mal um WM-Punkte. Die ganze Republik strömt deshalb in die westsächsische Provinz. Für die Rennstrecke beginnen die goldenen Jahre. Da war drei Tore Weltniveau in Hohenstein, da gab es alles. Einfach alles. Einfach alles. Zum Beispiel? Auch zum Beispiel jede Menge tschechisches Bier. Dann gab es also alles an Konserven, was man sonst... Dann diese Halberstädter Würstchen und dann auch die Frankfurter Würstchen. Also all die Sachen, die wir sonst eigentlich sonst nie zu sehen bekommen haben, die gab es im Rennen. Der Sachsenring ist nun Treffpunkt für die besten Fahrer der Welt. Mike Hillwood, Alan Shepard, Kunimitsu Takahashi oder Jim Redman liefern sich hochklassige und spannende Rennen. Die Stars der Szene kommen gern zum anspruchsvollen Kurs. Die Begeisterung am Sachsenring war immer fantastisch. Wir hatten 250.000 Zuschauer bei dem Rennen. Und um einen guten Platz an der Strecke zu bekommen, kamen die ersten schon nachts. Schon ein Training am Sachsenring war oft besser besucht als anderswo ein Rennen. Viele Besucher machen deshalb aus dem Grand Prix-Wochenende gleich eine ganze Woche. Einmal, um so früh wie möglich die besten Plätze zu ergattern, aber auch, um das ganz spezielle Flair zu genießen. Und dann gab es noch einen guten Grund. Unser Hobby war doch hier, wir sind bei Zeiten da, wir zahlen auch keinen Eintritt. Wir haben dadurch nie Eintritt bezahlen müssen, weil wir so Zeiten wir sind ja nicht wieder raus aus der... Das gehört hier zum guten Ton hier, kein Eintritt zu bezahlen. Das schneiden Sie bitte raus. Hans Plättner war mit seiner Kamera oft in Hohenstein-Ernsthal. Halt, Moment, stopp, ich muss erst wieder aufziehen. Neben den Rennausschnitten sind auch Plättners ständige Sachsenring-Begleiter zu sehen. Es sind seine Schulfreunde. P.
Peter Leixenring und Joachim Hering. Als junge Burschen erleben sie die Glanzzeiten am alten Kurs. Naja, also wir waren also das allererste Mal sind wir gefahren 1953 und zwar mit dem Reisebus von Leipziger Neumarkt. Und da sind wir dann hierher gekommen, haben wir oben an der Autobahn noch geparkt und haben oben auf der Lutherhöhe gesessen. Fast 20 Jahre lang zählt das Trio aus Leipzig zu den Stammgästen am Ring. Ihr Stammplatz ist die Bartberg-Kurve. Da sind wir diese Straße hochgekommen und da haben wir gesagt, die Kurve ist eigentlich nicht schlecht. Die nennen wir unsere Kurve, hier bleiben wir. Und so ist das geblieben, 17 Jahre lang, von Donnerstag bis Sonntagabend. Optisch orientieren sich die Leipziger an ihren Helden. Und der Erstbesuch am Ring blieb ewig in Erinnerung. Da haben wir die erste Nacht, wo wir das Zelt aufgebaut haben, noch ein Zelt ohne Boden und die Nacht hat es geregnet. Da kamen natürlich dann die Sturzbäche durchs Zelt gelaufen und auf einmal war alles feucht. Und dann sind wir in den Reichshof rein und haben uns erst mal ein bisschen aufgewärmt. Und unser Zeltplatz war also dort ganz vorne, dass man auch noch in diesen Streckenabschnitt hineinschauen konnte. Absolute Hingucker für die Jungs aus der Messestadt sind in den ersten Jahren die Rennen der Seitenwagengespanne. Wenn wir die erste Runde hier lang gedonnert kamen, ne? War ja damals alles Rechtsseitenwagen. Ja. Das war dann schon eine ganz schöne kribbelige Angelegenheit, wenn die hier in der ersten Runde durchgefahren. Hier wird auf jeden Fall rum, hier, weil ja die nächste Kurve ist eine Linkskurve. Ja. Das war schon schön. An einem Formelwagen gibt es immer etwas zu tun. Noch dazu, wenn er, mit Verlaub, zu den betagteren Modellen gehört. Getriebe raus, machen wir oft. Weil mal was mit der Kupplung ist oder auch mal ein Motorwechsel ab und zu mal nötig ist. Oder das Getriebe auch manchmal von der Übersetzung her verändert werden muss. Oder kaputt ist. Beim Schrauben kann man wunderbar Erfahrungen austauschen. Für Vater Worm ist Tobias der talentiertere Fahrer von beiden und er muss es ja wissen. Saß schließlich selbst 25 Jahre im Cockpit. Und was passiert eigentlich, wenn das Rennen startet? Wenn der Ampel grün kommt, wird der Verstand ausgeschaltet. Das ist so. Volker Worm vor seinem ersten Sachsenringrennen weder über das Outfit noch über die Gefahren hatte er sich große Gedanken gemacht. Der Sachsenring mit der Zuschauertribüne, das ist gewaltig. Gewaltig. Ich bin dort bei meinem ersten Trabantrennen dort ausgerutscht, sozusagen im Training. Dann komme dort mörderlich ins Driften. Und da habe ich die Strohbeine alle unter meinem Trabi zusammengeschoben und da ist der Trabi so hochgeflogen. Dann sah ich nur Leute vor mir. Da waren 18.000 Leute passten auf dieser Holztribüne. Das war mein erster Beifall, weil wo ich gelandet bin und bin ausgestiegen, haben die Leute alle geklatscht. Wie mir immer früher auch geklatscht haben. Wenn einer hingeflogen ist mit dem Motorrad und wieder aufgestanden, dann ist geklatscht worden. Die Trabi-Rennen genießen am Sachsenring Kultstatus. Einige haben 70 PS unter der Haube. Kein Wunder, dass Volker Worm die Konkurrenten mühelos davonfahren. Sein Trabi hat anfangs noch einen 18 PS Motor. Immerhin trägt der Leipziger nun einen weißen Maleranzug als Rennoverall. Und dann hat natürlich der Mutti aus dem Maurer- oder aus dem Maleranzug, schön weißen Anzug, und mit roten und blauen Geschenkband hier Streifen auf der Arme genäht und sowas, damit das alles ein bisschen zünftig aussah. Ja? Von 0 auf 100 schaffen es die Rennpappen in weniger als 10 Sekunden. Zum Vergleich, einem Serientrabi gelang das nur selten in einer Minute. Die Spezialtourenwagen der Klasse A 21 bis 600 Kubikzentimeter bringen es in der Spitze auf 180 Sachen. Volker Worm fühlt sich wohl in der DDR-Rennsportszene. Einer hilft dem anderen. Die einzige Chance in der Mangelwirtschaft, über die Runden zu kommen. Irgendwann sitzt der Trabi-Pilot in einem richtigen Rennwagen. Startet ihn heimlich und hat in diesem Moment schon Feuer gefangen. So einen flotten Flitzer will er auch haben. Dann habe ich meinen Trabi verkauft, war mein Straßenauto.
bin ein Jahr lang mit dem Motorroller auf Arbeit gefahren oder mit der Straßenbahn im Winter und mit dem LKW vom Betrieb zur Rennstrecke gefahren. Also ganz verrückt. Da haben sie mich alle für verrückt erklärt. Privatauto verkaufen, bloß wegen so einem scheiß Rennauto, so gut Deutsch. Ziemlich verrückt ist auch eine Konsequenz aus den Zuschauerzahlen am Ring. Irgendwann begnügen sich die Besucher nicht mehr mit dem Blick aus dritter, vierter oder fünfter Reihe, wo man vom eigentlichen Renngeschehen nur wenig mitbekommt. So werden diese Hochsitze, ausnahmslos Marke Eigenbau, zum in Deutschland einmaligen Streckenschmuck. In abenteuerlicher Höhe von 6, 8 oder 10 und noch mehr Metern gibt es wenig Sitzkomfort, aber keine Sichtbehinderung mehr. Die meisten kommen auch heil wieder runter. Ein schwerer Unfall. Ein Hochsitz fällt um und reißt dabei andere mit, bedeutet später das Aus für diese Spezialbauten. Zurück zu den Hobbyfilmern. Auch sie ernähren sich an den Sachsenringtagen von den gängigen Grundnahrungsmitteln Bier und Bockwurst. Unterschiede gibt es lediglich bei den konsumierten Mengen. Nach übermäßigem Genuss an Flüssignahrung müssen hin und wieder die Ordnungskräfte eingreifen. Beim Trio aus der Messestadt besteht in dieser Hinsicht jedoch keine Gefahr. Wir sind nicht so diese, was wir heute so, dass wir unbedingt hier Hamba Zamba haben müssen. Wir sind abends uns Runde gedreht. Für uns war es dann abends wichtig, dann, wenn es dann dunkel wurde, dann haben wir gewartet, dass es regnet. Ja, da wird nämlich dann hier Ruhe, so da hier wurde hier Ruhe. An dem Verkaufsstand und so. Ja, aber die meisten werden jetzt sagen, das ist ja eine langweilige Truppe. Ja, gut, aber uns hat es gefallen. Die sind überhaupt nicht cool, wie man das heute nennt. Enthüllungsgeschichten haben die drei Leipziger nicht zu bieten. Aber die jungen Burschen interessieren sich nicht nur für die schnellen Maschinen. Im Trubel der WM-Läufe gibt es auch viele flotte Bienen zu entdecken. Junge Sanitäterin, nicht? Natürlich. Bitte? Ja, nicht? Das war deine Strecke. Genau. Ach so, Sanitäterin. Wir haben doch hier, wir sind doch frei. Nicht, aber auch gesund. Für die junge Sanitäterin hat es sich interessiert. Gegen seinen Charme ist kein Kraut gewachsen. Giacomo Agostini war Mitte der 60er Jahre am Sachsenring aufgetaucht. Der wohl beste Rennfahrer aller Zeiten lässt vor allem die Herzen der weiblichen Rennzuschauer höher schlagen. Argo, der Frauenschwarm. War schon was, ja. Ich war schon ein bisschen älter, ich war dann nicht mehr ganz so wie die ganz Jungen, so begeisterungsfähig, aber trotzdem, es war schon ein schöner Kerl. Er hat schon allen gefallen. Und da strahlen heute noch so ältere Frauen, wenn man vom Agostini spricht, da strahlen die heute noch. Agostini ist auch auf der Rennpiste eine Klasse für sich. 15 Mal Weltmeister, 122 Grand Prix-Siege. Die Strecke vor uns, so groß ist der Abstand vom führenden Mann Giacomo Agostini zum nächstplatzierten. Und es ist wirklich hier ein Augen- und ein Ohrenschmaus, den Giacomo Agostini durch die Kurve preschen zu sehen. Auf uns davon ist er gegangen. Agostini auf der Zielgeraden und wir wollen ihn gebührend empfangen. Ja, also ich erinnere mich an den ersten Start von Giacomo hier am Sachsenring. Er fuhr ungestüm. Ich glaube, es war 64 oder 65. Auf jeden Fall in seinem ersten Jahr auf MV Augusta. Ich folgte ihm jedenfalls und versuchte, auch ihn zu überholen. Aber er schnitt extrem die Kurven, sodass dabei Stein und auch Dreck hochgeschleudert wurden. Ich dachte, er stürzt irgendwann. Naja, jedenfalls war er schon ein wilder Kerl damals und wurde dann auch ein ausgezeichneter Fahrer. Argo räumt auch am Sachsenring ab. Doch nicht immer treffen die Geschenkbeigaben der Organisatoren seinen Geschmack. Mag er das Luftgewehr noch als charmante Anspielung verstehen, kann er mit einem Mifa-Klappfahrrad nur wenig anfangen. Italia, Italia, Italia,
Das Publikum bekommt nicht nur spannende Rennen geboten. Ende der 50er Jahre warnen die Organisatoren vor den Risiken, sich selbst als Rennfahrer im öffentlichen Straßenverkehr zu versuchen. Kampf dem Bruder Leichtsinn, heißt die Parole. Egal ob DRK-Helfer, Hobbyfilmer oder Streckenposten, alle versuchen möglichst dicht am Renngeschehen zu sein. Dabei gilt der Kurs als nicht ganz ungefährlich. Ab und an kommt es zu Kollisionen oder Stürzen. Nicht immer geht es dann so glimpflich ab. Die Nachricht von besonders schweren Unfällen verbreitet sich wie ein Lauffeuer um die Strecke. Wir saßen an diesem Freitag auf der großen Quickenberg-Tribüne. Von dem Günter Partusch hat man nichts gesehen. Das war also noch ein Stückchen vom Heidernblick im Wald oben drinnen. Aber auf einmal wurde es auf der Tribüne unruhig. Nicht? Und naja, nicht nur die Stasi hatte große Ohren, wir hatten dann auch gehorcht, was ist denn los? Und da war es wie ein Lauffeuer, Partusch ist verunglückt. Nicht? Günter Partusch gilt als große MZ-Hoffnung. Der Freiberger stürzt 1971 beim Training in der ersten Runde. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Das weiß ich noch wie heute, da sind wir runter von der Tribüne. Und da waren hinten Fotoverkäufer, die also Fotos verkauften. Mhm. Und ruckzuck waren die angebotenen Bilder von Günter Partusch ausverkauft. Jeder, der beim Sachsenring-Rennen an den Start geht, tut das mit einem gewissen Risiko. Die Formelwagen brettern mit über 200 km/h durch die engen Schluchten der Stadt. Vorbei an Häuserfronten und Lichtmasten, die bestenfalls mit Strohballen abgesichert sind. Volker Wurm erwischt es nahezu bei Höchstgeschwindigkeit. Bei 230 oder so, da hat sie Plaus und das Auto rutscht rückwärts. Von der Straße runter und auf nasse Gras, Sonntag früh. So. Und da habe ich wirklich gedacht, jetzt tut sie blaut und dann wird es finster und da war es das. Er hat großes Glück, dass ihm die Achsstrebe nicht in der Stadt, sondern auf freier Strecke abgerissen ist. Das hat sich unauslöschlich eingeprägt, sozusagen. Das Bild, wenn ich da Ohrentür mache, habe ich das genau noch so vor mir. Und dann wurde es langsam und langsam raus, schnell gucken. Streckenposten kam gerannt, sagt die mal eine Sekrette. Seitdem habe ich immer welche mitgenommen beim Autorennen. Ich bin auf jeden Fall nicht auf dem alten Sachsenring gefahren. Allerdings muss ich sagen, Motorsport ist ein Sport, wo man mit einem gewissen Risiko leben muss. Allerdings muss ich aus heutiger Sicht sagen, vielleicht, manche sagen, wir haben einen Nagel durch den Kopf. Da sage ich immer, nee, die hatten früher einen Nagel durch den Kopf. Bitte auch. Steve Jenkner und Dirk Heidolf, die beiden Sachsenring-Helden der Neuzeit, haben in Summe weit über 200 Weltmeisterschaftsläufe bestritten. Gefahren sind sie in einer Zeit, wo Sturzzonen zur Strecke gehören und Sicherheitsaspekte nicht beim Strohballen vor dem Lichtmast enden. Und trotzdem haben sowohl Jenkner als auch Heidolf Sturzerfahrungen machen müssen. Ich denke, am besten vorbereitet. Das ist Steve Jenkner, einer der erfolgreichsten 125 Kubikzentimeter Rennfahrer aus Deutschland in der Weltmeisterschaft. Er gewann das Rennen in Assen 2003 grandios mit 11 Sekunden Vorsprung und hatte dann weitere 13 Podestplätze insgesamt in der Weltmeisterschaft. Auch Dirk Heidolf gehörte damals zur Weltelite in der Motorradszene. Allerdings stieg er dann in die 250er-Klasse um, wo die Trauben noch höher hängen und da war es natürlich ganz schwer, aufs Podest zu fahren. Geil! So, jetzt kommen Sie hier nebeneinander.
Dirk Hadolf nimmt mal eine Hand vom Lenker, geht an Steve Jenken vorbei, der schließt schon wieder auf. Und jetzt wird in Erinnerung an seine Rennzeit, wo man mit den Knien noch in der Kurve den Asphalt entlang geschliffen hat, hat das jetzt hier mit dem Moped probiert. Natürlich mit nacktem Knie geht das nicht auf dem Asphalt. Aber die beiden zeigen einfach, wie man früher damals gefahren ist. Nur wenige Meter entfernt. Streckensprecher Lutz Weidlich erlebt etwa hier, an dieser Stelle, die vielleicht schönsten und emotionalsten Stunden am Sachsenring. Aber der Reihe nach. Ende der 60er Jahre träumt dieser Mann davon, Weltmeister zu werden. Heinz Rosner, Vollblut-Rennfahrer aus dem Erzgebirge, auf MZ. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten hat er sich in der WM-Wertung Jahr für Jahr nach vorn gekämpft und steht nun in jedem zweiten Rennen auf dem Podium. Dabei fährt er im Gegensatz zu den Topstars eher für Ruhm und Ehre. Ich habe 600 Mark im Monat gekriegt. Aber das Startgeld, was hoch war, weil ich zu den 10 Besten gehört habe in der Welt, ist ja Startgeld höher wie das Platzgeld. Das hat Berlin bekommen. Ich habe nur das Platzgeld gekriegt. Wenn ich ausgefallen war, hatte ich 27 Mark Spesen am Tag. Die Macher bei der einheimischen MZ haben zunehmend Mühe, dem Entwicklungstempo der japanischen Konkurrenz zu folgen. Dafür fehlt es der Rennsportabteilung am nötigen Geld. Bitter für Rosner, der die Zielflagge ab 1969 nur noch selten sieht. Schober hat aber alles umgebaut auf den neuesten Stand. Dann habe ich 3-4 Runden vorne weggebrettert und dann war Ruhe, war sie kaputt. In Imola ist sie kaputt gegangen, war ich immer noch Vize-Weltmeister. Und in Batja 8 Tage später, da war der Akku gar nicht mehr, also bin ich wirklich gemütlich gefahren, weil es kaum einen schneller noch gab wie ein Akku und der MZ dann an zweiter Stelle und nochmal kaputt. Und dann stand mein Entschluss fest, Kollege, Feierabend. Nach dem Rückzug von Rosner und dem Unfalltod von Bartusch bekommt der Motorsport in der DDR noch ein Problem. Die staatlich verordnete Ausrichtung auf die medaillenträchtigen Sportarten. Damit werden Erfolge der einheimischen Fahrer im Sachsenring nahezu aussichtslos. Und die Funktionäre fragen immer öfter, warum bietet man der westlichen Konkurrenz überhaupt noch diese große Bühne? Im Juli 1970 lässt das Duell zwischen Angel Nieto und Dieter Braun in der 8-Liter-Klasse die Herzen der Fans höher schlagen. Der kleine Spanier gegen den 1,88 Meter großen Schlags aus Schwaben, der lange in Führung liegt. Am Ende verpasst Braun den Sieg zwar um Haaresbreite, wird aber sofort zum Liebling der Sachsenring-Besucher und am Ende der Saison auch noch Weltmeister. Ja, Dieter Braun könnte man vergleichen mit einem Hollywood-Schauspieler. Groß, elegant in seinem Auftreten. Und Dieter Braun war natürlich dann auf der Maschine selbst etwas Besonderes. Ein Jahr später wieder strömen die Massen ins Westsächsische und fast alle drücken nun Braun die Daumen. Ein Sieg von ihm wäre der erste Sachsenring-Triumph eines deutschen Fahrers seit langer Zeit. 10 Jahre dauert das Warten darauf nun schon. Vor dem Rennen der Viertel-Liter-Klasse sind alle Augen auf ihn gerichtet, auf den westdeutschen Dieter Braun. Wie mein Bekanntheitsgrad hier im Osten, der war ja größer als bei uns im Westen drüber. Und war für mich überwältigend, gibt es keinen anderen Ausdruck. Noch 30 Sekunden bis zum Start der Maschinen bis 250 Kubikzentimeter. Ohne Sicht ab, geht die Box! Das ganze Feld jagt das Amt! Zum Teil dramatische Positionskämpfe lassen das Publikum toben. Dieter Braun liegt in Lauerstellung.
Alle wissen, was ein Sieg von ihm bedeuten würde. Das Spielen der Westhymne bei einer offiziellen Siegerehrung im Osten. Für die Fans ein Feiertag. Für Sprecher Lutz Weidlich eine Gratwanderung. Nimm das sehr ernst. Das ist eine hochpolitische Geschichte. Verstricke dich nicht in irgendwelche Äußerungen. In der letzten Runde noch immer ein Trio mit Braun an der Spitze. In der Zwischenzeit steigt am Start und Ziel die Nervosität. Und da habe ich gedacht, vielleicht schafft es Rodney Gould oder vielleicht schafft es auch Phil Reed. Das waren ja seine schärfsten Gegner. Und am Ende glaubte ja Phil Reed, es wäre noch eine weitere Runde zu fahren. War aber nicht so. Braun hatte richtig gerechnet und zog vorbei und war letztlich Sieger. Ein Jubelorkan empfängt den Triumphator, der sich von einer schnell wachsenden Zahl von Fans umringt sieht. Ich habe richtig Angst bekommen, weil die Menschen sind auf mich zugeströmt an Start und Ziel. Da waren nur Menschenmengen und ich wusste überhaupt nicht, wie ich da rauskommen sollte. Einem Hobbyfilmer gelingt es, diese Szenen unmittelbar nach dem Sieg von Braun festzuhalten. Die ganze Tribüne wartet schon auf die Hymne. Und auch Lutz Weidlich lässt sich von der allgemeinen Stimmung mitreißen. Lieber Dieter Braun, auch im Namen aller Zuschauer gratuliere ich dir auf das Allerherzlichste. Und das Allerherzlichste, das ging in die Hose sozusagen. Dann das Deutschlandlied, verstärkt aus 20.000 Kehlen. Diese Demütigung ist für das DDR-System nicht hinnehmbar. Lutz Weidlich wird es den Job als Streckensprecher kosten und den Sachsenring. Die Weltmeisterschaft. Ab 1973 brechen für die motorsportverrückten Hohenstein-Ernsthaler bittere Zeiten an. Für alle unvorstellbar. Die DDR hat auf die weitere Austragung von WM-Läufen einfach verzichtet. Olympiamedaillen sind dem Staat wichtiger als die Bedürfnisse seiner Bürger. Damit ist der Sachsenring nur noch eine Provinzbühne. Statt Agostini oder Braun heißen die Sieger jetzt Alfred Herbst oder Günther Hilbig und kommen aus Glauchau, Schmölln oder anderen Orten der näheren Umgebung. Und das hat ja keiner begriffen. Warum? Es hat ja keiner begriffen. Und es gab ja auch keine offizielle, so richtige offizielle Begründung in der Zeitung oder so. Das könnte ich mich nicht dran entsinnen. Es war eben nicht mehr. So. Hatte eh einen Vorteil. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Tribünengarten gekriegt. 73 saßen wir auf der Tribüne. Für die Fahrer geht es jetzt um den Pokal der sozialistischen Länder. Der Schock darüber sitzt tief. Nur noch 50.000 Besucher kommen an die Strecke. Doch bei aller Tristesse, die Konsequenz aus dieser neuen Situation ist auch eine ziemlich ungewöhnliche Form der Notgemeinschaft. Da hat eben dann der Heinz Melkus ein paar Leute zusammengerufen. So. Da hatte die Meinung, wir müssen die besten und schnellsten Fahrer und Tüftler vor allen Dingen auch, die schon so ein bisschen aufgefallen waren durch Eigenkonstruktion, die müssen wir zusammenfassen und müssen gucken, dass wir ein neues Rennauto bauen. Und so haben sich eigentlich die wirklich harten Konkurrenten, Uli Melkus und Hartmut Dassler, die alle Spitzenfahrer waren in der DDR, haben sich doch zusammengeschlossen und haben das Auto entwickelt. Unter der Regie der beiden Spitzenfahrer wird in den folgenden Jahren ein völlig neues Rennauto entstehen. Viel hatte sich in den letzten 10 Jahren nicht getan. Nun aber kommt Bewegung in die Szene. Aus der alten Zigarre wird Schritt für Schritt ein moderner Flitzer. Für die vorhandenen Mittel und Möglichkeiten ist das Ergebnis nahezu revolutionär. Das Produkt der sozialistischen Renngemeinschaft, wie das Kollektiv um Melkus und Tassler offiziell genannt wird, feiert 1977 auf dem Sachsenring seine Premiere. Die Anfangsbuchstaben der Macher und das Baujahr ergeben den Namen des Autos, MT-77. Ein echter Hingucker. Das
war sicher auch ein Sonderfall überhaupt im Ostblock und ist immer noch ein Sonderfall, würde ich vielleicht auch international so sehen, weil das gibt es normalerweise nicht, dass sich härteste Konkurrenten zusammensetzen und gemeinsam ein Auto entwickeln. Heinz Siegert hatte sich da links vorbeigeschwummelt an Uli Melkus mit Blitzstart, die Startnummer 90, das wird eng, das wird sehr, sehr eng. Der Erfolg des MT-77 lässt sich allein mit den Rundenzeiten belegen. Der neue ist am Sachsenring fast 8 Sekunden schneller. Kein Wunder, dass die Nachfrage steigt und die Rennwagenmanufaktur kaum nachkommt mit der Produktion. Auch Volker Wurm, der schon vom Motorsport Abschied genommen hatte, wird durch den MT-77 wieder vom Rennfieber gepackt. Und ich hatte mir damals schon so einen Rahmen selber gebaut. So, weil ich mit den HDS keine Chancen mehr hatte. Hatte aufgehört mit Autorennen. Nach einem Jahr hat dann meine Frau gesagt, du, kümmere dich mal wieder um ein Rennauto. Mit dir ist es nicht auszuhalten zu Hause. Und da bin ich zum Hartmut gegangen. Wir waren ja damals Arbeitskollegen und befreundet und wie auch immer. Und da hat er gesagt, du, dein Bruder ist der Schweißer, baut dir das Rahmen selber. Fahr mal zum Uli und frage den. So, und da war ich beim Uli Melkus, da hat er gesagt, ja. Und dann habe ich mir selber so einen Rahmen gebaut, so vorgestellt. Dieser Rahmen ist für Volker Wurm zugleich der Einstieg in die Rennwagenmanufaktur. Er übernimmt die komplette Produktion der Fahrgestelle des MT-77. Zu guter Letzt werden 45 der insgesamt reichlich 60 Formelflitzer durch seine Hände gegangen sein. Die Rennen der MT-77 sorgen maßgeblich dafür, dass sich die Zuschauerzahlen am Sachsenring zu Beginn der 80er Jahre wieder auf ziemlich hohem Niveau stabilisieren. Es gab nichts Höheres. Es war, es heißt nicht umsonst im Spitznamen heutzutage die Formel 1 der DDR oder die Formel 1 des Ostblocks. Es war so, es waren die Formel 1 Fahrer des Ostblocks. Der Sachsenring in der späten DDR. Für die, die den Kurs säumen, bieten die Rennen eine willkommene Abwechslung vom Alltag in der geschlossenen Gesellschaft. Doch das Spektakel hat seinen Preis. Immer wieder gibt es Unfälle und Kollisionen. Nach wie vor gilt die alte Devise. Wohl dem, den es auf freier Strecke und nicht in der Häuserschlucht des Abschnittes in der Stadt erwischt. Hier sind die Unfallfolgen meist verheerend. Kein Wunder bei dieser Art von Sicherheitsvorkehrung. Fotodokumente dieser Art gibt es nur sehr wenige. Die meisten Unfallzeugnisse werden noch an Ort und Stelle konfisziert von der Staatsmacht. Genügend VP-Angehörige sind beim Rennen stets im Einsatz. 1987 erwischt es Hans-Dieter Kessler mit seinem Formelwagen. Dabei hat Kessler noch Glück im Unglück. Aber der in Führung liegende Uli Melkus hat von dem Unfall nichts mitbekommen, wird auch nicht gewarnt und nähert sich so mit Höchstgeschwindigkeit der Unfallstelle. Da kommt er um die Kurve rum, dann liegt der Kessler auf der Seite, also dann sein Auto, ein Krankenwagen, ein Lader-Kombi steht quer auf der Straße und der kommt rum und kann gar nicht mehr bremsen. Muss ausweichen, bremsen, ausweichen und knallt dann rechts an die Hauswand. Die Bordkante ist so hoch, wenn das Ding natürlich ausgehebelt, dann ist er dann an die Hauswand geknallt. Und daraufhin hat er dann gesagt, er fährt nicht mehr am Sachsenring. Und ist auch nie wieder gefahren. Juli 1990. Den Rennen bleiben im Jahr der Wiedervereinigung viele Motorsportfans fern. Wenige Tage nach der Währungsunion gehen die meisten noch DDR-Bürger mit der D-Mark äußerst sparsam um. Überschattet wird das Sachsenring-Wochenende von gleich drei tödlichen Unfällen. So viele wie nie zuvor in der Geschichte der Strecke. Ja, die Motorräder waren einfach viel zu schnell für diese Strecke. Die kamen aus dem Westen mit den Motorrädern her. Die hatten, ich weiß nicht, damals vielleicht 180 PS. Aber mit 180 PS bei uns durch die Stadt zu fahren, das war halt dann doch irgendwie was anderes und viel, viel, viel zu schnell.
Und ich musste dann halt leider auch die zwei Stürze, die tödlich ausgegangen sind, mit sehen, live. Und das war der Punkt, wo was gemacht werden musste, wo man einfach auf eine neue Strecke gehen musste, weil die wären sicher nie wiedergekommen. Der Sachsenring wäre aber nicht der Sachsenring, wenn die Geschichte an dieser Stelle zu Ende wäre. Bis 1995 entsteht vor den Toren der Stadt ein als Verkehrssicherheitszentrum getarntes Motodrom. Ein Jahr später wird mit dem ersten Rennen die Tradition wiederbelebt. Auf dem neuen Sachsenring. Und was kaum einer für möglich gehalten hätte, wird 1998 Wirklichkeit. Die WM kehrt nach Westsachsen zurück. Steve Jenkner hier mit Startnummer 17 sorgt dafür, dass an der neuen Strecke die alte Begeisterung aufflammt. Juli 2002. In der 8-Liter-Klasse kämpft zum ersten Mal seit Dieter Braun wieder ein deutscher Fahrer ernsthaft um den Sieg. Als sich Jenkner mit beherztem Einsatz Rang 3 sichert, gibt es kein Halten mehr. Man gibt nicht einfach freiwillig nach, also funktioniert nicht. Man lässt einfach das Gas stehen, versucht ein bisschen rüber zu drücken. Pocelli hat mich damals versucht, ein bisschen in die Wiese zu kriegen. Und mein Motorrad war aber einen Ticken schneller bis da zum Start und Ziel, bis zur Ziellinie. Und dann hatte ich halt die Nase vorn. Unvergesslich die Siegerehrung. Vor ihm ein Menschenmeer. Mega. War einfach mega. Mein Sohn ist damals mit hochgekommen, war einfach klasse. Aktuell warten die Fans schon wieder eine ganze Weile darauf, dass im Fahrerfeld ein Einheimischer oder zumindest ein deutscher Pilot mitmischt. Vielleicht oder gerade deshalb gibt es neben den Weltmeisterschaftsläufen noch eine alljährliche Veranstaltung am Sachsenring, die das Publikum in Scharen anzieht. Die Sachsenring Classic, eine Art Klassentreffen des DDR-Motorsports mit internationaler Beteiligung. Die Rennläufe werden am Mikrofon von Lutz Weidlich begleitet und bieten historischen Motorsport zum Anfassen. Eine geschickte Art der Traditionspflege, um die Faszination Sachsenring weiterzutragen. Wir sind nicht so, die Sachen zusammenbauen, polieren, machen und ins Museum stellen. Es ist ein Rennauto, auch wenn es 40 Jahre alt ist und auch eine sehr prägende Geschichte hat. Na? Aber trotzdem ist es ein Rennauto und ein Rennauto ist auf die Welt gekommen, um Rennen zu fahren. So ist unsere Philosophie. Vater und Sohn Worm bereiten ihren MT-77 auf den diesjährigen Einsatz am Sachsenring vor. Sieht aber sauber aus, Kind. Das Rennen gehört zur Heigo. Eine richtige Rennserie unter Wettbewerbsbedingungen für historische Formelwagen aus dem ehemaligen Ostblock. Das ist original Lada. Die Glocke hier ist von Polski Fiat, dreh rum. Und das ist ja 3-Elfer-Getriebe. Ne? Deswegen ist ja, das sieht man so schön, die Schweißnähte. Und, ja. Erstaunlich, 40 Jahre nach der Sachsenring-Premiere des MT-77 ist die Resonanz bei ihren Auftritten wachsend. Wenn eben heute Fans von damals uns an der Rennstrecke besuchen, also die Heiko besuchen und dann alte Fotos mitbringen und alte Bücher oder Autogrammhefte von damals mitbringen und von ihm nach wie vor immer noch ein Autogramm wollen. Das ist immer noch so ein Zeichen für mich, dass eben die Bedeutung der Fahrer, wie nicht nur Uli, nicht nur Bernd Kasper und so weiter, sondern alle, das gesamte Feld und sogar eben die in Anführungsstrichen nicht ganz so erfolgreichen. Aber sie waren Fahrer der damaligen Zeit und die zählen da absolut mit dazu. Und alle gemeinsam sind eben irgendwo doch Volkshelden gewesen. Der Sachsenring ist für mich schon eine Art unglaublicher Tradition. Hier kommen sie, die beiden Kampfhähne, Steve Jenkner und Dirk Heidolf. Heidolf an Jenkner vorbei.
Oben auf den Türmen, wo die Tauben sind, spürt man von den Stürmen mehr als nur den Wind. Leise schwankt das ganze Haus, unsere Füße bestimmt. Manchmal ist uns diese Welt doch noch etwas drin. Es sind die Zeiten. Und ich glaube, dass ich hier die tollsten Fans erlebt habe, die ich in meinen ganzen Zeiten, also entweder als aktiver oder dann nicht mehr als aktiver Teilnehmer an der Weltmeisterschaft, die ich hier erleben durfte. Hier kommen sie beide nebeneinander. Dieser Zieleinlauf erinnert mich ganz besonders an 1968, als Phil Reed und Bill Ivy fast nebeneinander die Quedlinburg-Kurve angebremst haben. Allerdings, die beiden sind schon hier auf der Zielgeraden. Nebeneinander Dirk Heidolf und Steve Jenkner mit gleichwertigem Material. Und jetzt kommen sie nebeneinander durchs Ziel gefahren. Wer hat die Nase vorn? Das konnte ich wirklich nicht erkennen. Ich glaube, das ist sogar ein totes Rennen gewesen. Also beide haben den ersten Platz belegt. Der eine Sieger des Schwalbenrennens steht nun hier bei mir, Rennsportass Dirk Heidolf. Das war doch mal eine schöne Abwechslung, ne? So auf einer gelben Schwalbe daher schweben. Ja, definitiv. Das war mehr wie herschweben. Das war schon fast fliegen. Ja. 2007 haben Sie Ihre Rennsportkarriere beendet. Dann waren Sie Teamchef der deutschen Grand Prix-Fahrer. Was haben Sie dann gemacht? Was haben wir dann gemacht? Also bis 15 war das, dann 16 haben wir im Nachwuchs ein bisschen Gas gegeben, dass wir da weiter vorkommen, und jetzt aktuell versuchen wir es mal auf Vierrädern. Und Steve Jenkner, Ihr starker Konkurrent im Schwalbenrennen, was macht der heutzutage? Auch ja, Rennfahrer, auch schon mehr als 10 Jahre, dann nicht mehr als Rennfahrer aktiv? Ja, Steve, der ist sehr eingebunden in der Superbike-Weltmeisterschaft, macht da Fahrwerkstechniker für den leider jetzt tödlich verunglückten Nicky Hayden, wird aber weiterhin im Team bleiben. Man hat natürlich unweit vom Sachsenring ein paar hundert Meter jetzt hier bloß davon weg, wo wir jetzt gerade stehen, einen eigenen Motorrad- und Tuningladen, sodass er da wirklich gut Fuß gefasst hat. Steve Jenkner hat auch einen Sohn, der selber auch schon Rennen fährt. Wie sieht es diesbezüglich bei Ihnen aus? Ja gut, das sagt immer jeder, bitte lass dein Kind halt nicht Motorrad fahren, bei mir ist genauso. Ich habe auch einen Bub, der ist jetzt 3,5 Jahre oder ein bisschen mehr wie 3,5 Jahre und fängt jetzt schon an, Pocketbike zu fahren, was natürlich die Mama hier halt nicht ganz so glücklich stimmt, aber ich habe gesagt, er soll genau das machen, was er möchte und was ihm Spaß macht, und dann schauen wir einfach mal weiter, wie das dann vielleicht in 1-2 Jahren wird, ob nicht dann vielleicht sogar Fußball oder Leichtathletik interessant ist. Also wir zwingen niemanden dazu. Bei uns stehen jetzt die ICGP-Rennen auf dem Programm. Was ist das? Wer startet hier? Ja, ICGP ist International Classic Grand Prix. Und das sind ja 350er und 250er Motorräder nur zugelassen bis Baujahr 84. Und wenn man die Liste jetzt mal durchguckt, ich habe mal das vor uns noch mal schnell mit überflogen. Unser Lokalmatador, muss man ja sagen, mit Stefan Tenstedt, der wirklich sehr gut unterwegs ist, sind hochrangige Namen, die da wirklich in der Klasse fahren. 99 übrigens wurde die Klasse von einem Franzosen ins Leben gerufen, und der startet ja auch mit, der Eric Soul, auf einer Chevalier Yamaha zum Beispiel. Ja, wir gehen jetzt direkt in die Startaufstellung zu René Kindermann. Oh, wenn wir ihn das nach Hause transportieren könnten, dieser Geruch hier unten, Mike Edwards, der Spaßvogel in der Gruppe, das ist der Mann, der gestern hier wirklich ein überragendes Rennen absolviert hat. Eine Minute Vorsprung hat er gehabt vor dem Rest der Welt mit seiner ehemaligen Rennmaschine. Good luck, viel Spaß. Und das ist das gesamte Feld, das hier sich gleich auf den Weg machen wird. Und es ist auch keine Spaßveranstaltung. Hier geht es wirklich darum, den Sieg zu erreichen. 6 Rennen werden da pro Jahr gefahren. Und das hier ist der beste Deutsche, Stefan Tenstedt. Herr Tenstedt,
Gestern Platz 4 mit Ihrer 250er. Was haben Sie denn für heute vor? Besser. Besser? Ja. Nein, für mich ist wichtig, high anzukommen, ein schönes Rennen zu haben. Es ist eine super Klasse hier, die Erich Sol veranstaltet. Und das sind alles ehemalige Grand Prix-Fahrer und internationale Rennfahrer. Und das macht immer sehr viel Spaß, mit der Klasse zu fahren. Wie geht's Ihnen denn gesundheitlich? Sie hatten ja einen Sturz, jetzt ist jetzt wieder zum ersten Mal mit dabei. Alles gut? Auf dem Motorrad merke ich es nicht, nur weil ich absteige. Das ganz kurz noch zu Ihrer Maschine. Was ist das für eine Maschine? Das ist ein Rotax-Motor, der ist gebaut worden 1985, hat ca. 80 PS und ist in so einem Grand Prix-Szene gefahren worden und vielen Innenrennen. Ist ein österreichisches Fabrikat und das vorgestellt, das bei mir alles selbst. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie noch kurz vorm Start für uns Zeit haben. Wünsche Ihnen ein spannendes Rennen. Nicht stürzen. Und wir sehen uns danach zum Siegerinterview, okay? Dankeschön. Viel Spaß. Also, das sind die Vorbereitungen. Nochmal ganz kurz zur Erklärung. 350 Kubikzentimeter und 250 Kubikzentimeter Maschinen zusammen, die jetzt gleich hier auf diese Rennstrecke geschickt werden mit Ihrem Kommentator, mit Ronny Maywald. Viel Spaß. Ein herzliches Sportfrei hier aus der Kommentatorenkabine und da sind wir direkt in der Startaufstellung. Der Mann mit der roten Startflagge, der geht jetzt zur Seite und dann werden die Maschinen hochgefahren, Gas gegeben, der Start ist freigegeben und Mike Edwards, sehe ich, kommt am besten weg hier auf den ersten Blick. Der Brite aus Harrogate in Nordengland, der das Rennen gestern gewonnen hat, biegt als erster in die Kurve 1 ein, das sogar mit ziemlichem Vorsprung. Und dann schauen wir, wo sich Stefan Tennstedt, der Rodewischer, der Vogtländer 64, ist er inzwischen einordnen wird. Ich glaube, dessen Start war nicht so gut. Hier am Beginn der ersten Runde, Platz 4 gestern im 250er Rennen in seiner Kategorie. Das will er heute vielleicht noch einen Tick verbessern. Wir werden sehen, ob es ihm gelingen kann. Hier nochmal die Wiederholung des Starts. Edwards kommt hervorragend weg. Und das Feld folgt hinterher und hier onboard auch nochmal die Startwiederholung. Mike Edwards beim Engländer direkt auf der Maschine. Wunderbare Impressionen, erste Runde und es ist uns eine besondere Freude, Frank Bischoff als Co-Kommentator neben mir begrüßen zu dürfen. Frank Bischoff in Waldenburg geboren, in Hohenstein-Ernsthal zu Hause, seit seinem 10. Lebensjahr Rennfan, als Helfer, als Fotograf, als Journalist. War er und ist er tätig und er ist ein anerkannt profunder Kenner der Szene seit Jahrzehnten. Herzlich willkommen, lieber Frank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir werden beide hier das Rennen gemeinsam jetzt kommentieren. Erster Eindruck erstmal von deiner Seite vom Start. Tennstedt ja, nicht ganz so weggekommen. Tennstedt nicht ganz so, aber es hat sich schon abgezeichnet, dass der Sieger von gestern, Mike Edwards, zumindest die Absicht hat, das Rennen wieder in ähnlicher Form zu gewinnen. Wir werden sehen, der Kurs scheint ihm gut zu liegen. Mike Edwards war ja auch, das wissen wir, vor 3 Wochen etwa hier und hat heimlich trainiert auf dem Sachsenring. Den haben also seine Jungs, sein Team hierher geschickt und gesagt, lern mal die Strecke kennen, probier das mal aus. Und das ist vielleicht auch ein Mitgrund, warum er hier offenbar an diesem Wochenende besonders gut zurechtkommt. 350er, 250er Maschinen bis Baujahr 84, Ende 84. Maschinen, die so im Grand Prix-Sport eingesetzt wurden. Das nochmal zur Einordnung. Und diese, liebe Zuschauer, beiden Kategorien, so müssen wir das erklären, 350er und 250er, die fahren gemeinsam ein Rennen, aber sie werden am Ende getrennt voneinander gewertet. Das auch vor dem Hintergrund, dass es dann hier ein Zeitentableau geben wird. Und wir werden auf die einzelnen Fahrer entsprechend noch eingehen. Auf Stefan Tennstedt, der jetzt hier im Bild ist. Schöne Studie kurz da. Eingangs der Start- und Zielkurve. Und dann langsam wieder an Start und Ziel vorbeikommen wird. Frank. Ja, wenn ich noch was sagen darf zum Team von Mike Edwards. Jedem echten Rennfan ist der Name George Beale ein Begriff. Wenn ich nur daran erinnern kann, dass er zum Beispiel den einen der beiden australischen Sale-Brüder, Jeff Sale, in seinem Team hatte und weitere bekannte Fahrer. George Beale ist ein echter Enthusiast und er hat mit Eddie Roberts
einen weiteren Mann an seiner Seite, der selbst erfolgreich früher, vor allem im englischen Bereich, fuhr. Hier sehen wir auch zum ersten Mal dann die Grafik eingeblendet, um auch die Zeiten, die Reihenfolge auf dem Sachsenring verfolgen zu können. Mike Edwards, guter Start von Le Comtois, der da auf 2 gegangen ist. Ein Franzose, Vincent Lavieux, auch hervorragend weggekommen auf Anhieb mit der Nummer 79. Der hatte einen super Start hingelegt. Und zur Erklärung zur Grafik, die Rundenzeiten und die Reihenfolge wird jeweils dann immer nach Beendigung einer Runde aktualisiert, sodass also mögliche Überholmanöver, die während einer Runde passieren, noch nicht gleich in der Grafik optisch nachvollziehbar sind, aber das wird dann immer am Ende einer jeweiligen Runde aktualisiert vom Lifetiming hier an der Strecke. Eric Sowell, Frank, der Macher dieser historischen Grand Prix-Serie, an deren Jahresende es ja auch eine richtig offizielle Trophäe gibt, wie bei einer Weltmeisterschaft, muss man sich das vorstellen, vom Internationalen Motorsportverband. Eric Sowell hat diese Serie 1999 ins Leben gerufen und war selbst, er fährt nicht nur mit, er war auch selbst Grand Prix-Sieger. Ja, ja, er hat 2 Grand Prix gewonnen, beide auf Yamaha. Den letzten 1984 in Monza und einige Jahre vorher hat er auf dem Salzburgring gewonnen. Es ist überhaupt ein schönes Zusammenspiel, dass der Name Sowell, der ja Saul geschrieben wird, Sowell heißt, und Sowell ist ja auch die Seele. Er ist die Seele dieses ganzen Geschehens. Er hat es ins Leben gerufen und er lebt quasi jetzt dafür. Alles Enthusiasten, die wir hier auf der Strecke sehen. Bastler, Tüftler im klassischen Sinne, so wie es früher in früheren Epochen der Fall war, wo die Familien dahinter stehen. Stefan Tennstedt, bestes Beispiel, mit seiner Frau Steffi. Ja. Seit Jahrzehnten sind sie verheiratet, 36 Jahre. Und ich glaube, ohne das Verständnis der Frau in dem Fall und der Freunde, der Familie, würde das alles gar nicht gehen. Ne? Ich glaube, das geht ohnehin nicht ohne das Verständnis. Auch mein, mein Fantum würde ohne das Verständnis meiner Frau nie gehen. Und sie ist so verständnisvoll, das ist herrlich. Edwards weiter vorn vor Le Comtois. Mike Edwards auf einer 350er Bill Simpson Racing Maschine, die auch so in dieser Form früher in der Grand Prix-Szene zum Einsatz gekommen ist. Dieses Team Bill Simpson Racing ist den Fachleuten ein absoluter Begriff. Ja, Bill Simpson ist der Vater des relativ bekannten englischen Rennfahrers. Seien Sie mir nicht böse, dass ich den Vornamen im Moment nicht weiß, Simpson, der im englischen und irischen Bereich sehr, sehr erfolgreich ist und war. Ian Simpson, ich habe es wiedergefunden, im Hinterkopf. Und hier wunderschöne Onboard-Bilder wieder von Mike Edwards. Fahren wir einfach mit den Briten mal über den Sachsenring. Genießen Sie einfach mal diese Bilder. Drehzahlmesser zwischen 8.000 und 10.000 Umdrehungen. Ja, die Technik macht heute alles möglich. Auch das veranschaulicht ja, wie die Piloten unterwegs sind. Wunderbare Bilder, die Kurvenlage, 350er Maschine und Rundenzeiten im Training. Beste Zeit, Mike Edwards, damit wir das mal einordnen, Frank, 1,34,2. Das sind, mal zum Vergleich, Marc Marquez vor 2 Jahren, MotoGP Pole Position 1,20 und ein paar zerquetschte. Also das sind keine 15 Sekunden, die diese Maschinen in Anführungsstrichen langsamer sind als die großen, die ganz großen Bikes in der modernen Motorrad-WM-Welt. Nur die haben 1000 Kubikzentimeter und gehen langsam auf die knapp 300 PS zu. Ja, ja, das ist doch ein gewaltiger Unterschied und der Stand der Technik im Jahre 84 ist ja mit dem von heute nicht mehr zu vergleichen.
Lediglich fahrerisch wird man durch Edwards erinnert an große Briten, die hier gefahren sind. Ich brauche keinen Namen zu nennen. Das doch, doch, ja? Doch, bitte. Ja, dann nennen wir 90 Jahre Sachsenring, das Jubiläum, bitte. Dann nennen wir den Sieger von 1958, Dickie Richard H. Dickie Dale, der die BMW souverän zum Sieg führte, nach einem Zweikampf mit Ernst Hiller, dessen Sohn Reinhard heute auch noch hier ist und fährt. Und beispielsweise Gary Hocking, Rhodesia allerdings, aber aus dem Commonwealth, Mike Hellwood, das ist natürlich der Inbegriff des Ganzen. Phil Reed. Phil Reed, Barry Sheen und wie man auch immer will. Der Däne Leif Nielsen wird vielleicht auch manchem Fachmann noch etwas sagen vom Fernsehgerät. Aktuell auf der 7. Position da klassiert, ist auch Frank Weltmeisterschaft gefahren. Er ist auch Weltmeisterschaft gefahren. Er ist auch in Brünn gefahren und hat sich dort, ich kann die genaue Platzierung nicht mehr nennen, aber er hat sich aus meiner Erinnerung heraus ordentlich platziert. Wir sagen das auch vor dem Hintergrund, dass sicherlich viele Namen jetzt für einen guten Teil der Zuschauer und der Renninteressierten keine Begriffe sind, aber trotzdem wir hier von einem profunden Feld sprechen, wo der eine oder andere echte Könner der Vergangenheit hier heute noch am Start ist, am Steuer ist, gerade jetzt auf dem Sachsenring. Wir wollen auch nicht verschweigen, eine solche Rennserie am Leben zu halten, immer wieder neu aufzulegen, Rennen für Rennen zu bestreiten. Da braucht man hier und da neben viel Enthusiasmus auch das nötige bisschen Kleingeld. Ja. Wobei auch da, habe ich mir sagen lassen, gibt es Unterschiede. Wenn ich an Wolfgang Völk zum Beispiel denke, zweiter Deutscher hier im Feld aus Oberbayern, reiner Privatfahrer, der kommt mit einem 300-Euro-Zelt hier an, ne, fährt seit Jahren das erste Mal wieder. Und die Briten haben es dann doch einen Tick besser zumindest. Wenn wir oben mal durchs Fahrerlager 2 geschaut haben, da habe ich so einen Truck gesehen. Robert Burns, Spediteur, der sponsert auch. Also der hat wahrscheinlich ein klein bisschen mehr Unterstützung für die Engländer in dem Fall parat, sodass da vielleicht auch ein bisschen mehr möglich ist. Aber teilweise ist man eben gerade durch dieses Flair, was so angenehm ist, ist man erinnert an die Zeiten, wo die Fahrer eben aus Australien kamen. Ich erinnere mich an die Gebrüder Hinton und deren Vater. 1958 kamen die mit einem derartig alten Mobil. Der wäre durch keinerlei TÜV-Prüfung gekommen. Und man hilft sich untereinander. Ja. Das haben wir auch erfahren an diesem Wochenende. Das ist also ein freundschaftliches Miteinander. Wenn dem einen mal ein Teil vielleicht fehlt oder da mal geholfen werden kann, dann versucht man da ineinander zu greifen. Jetzt aber hier auf der Strecke entspannt sich eine Art Duell. Stefan Tennstedt hier, unser Vogtländer, DDR-Meister auf MZ, Junioren-DDR-Meister einst gewesen, hier in einer wunderschönen Studie in der Zeitlupe. Aber vorn an der Spitze entspannt sich ein Duell. So hat man den Eindruck. Und da hat der Brite Don Gilbert, der im ersten Rennen am gestrigen Tag keine Rolle gespielt hat im finalen Klassement, weil ihm die Kette gerissen ist, so hat er mir gesagt. Aber er hat trotzdem die zweitbeste Zeit gefahren im Qualifying. Und der kommt jetzt immer besser auf und ist, wenn wir mal schauen, dem Mike Edwards ganz schön auf den Fersen hier. Der klebt fast schon am Hinterrad. Ja, es ist ja auch nicht unangenehm, wenn etwas Spannung im Rennen ist und nicht ein Fahrer weit voraus fährt. Wir kennen das aus früheren Zeiten, als Giacomo Agostini hier das gesamte Feld zumindest einmal überrundet hat. Ja. So, und ich höre gerade aus der Regie, wir haben die Gelegenheit, René Kindermann live in der Boxengasse ein exklusives Gespräch mit Dieter Braun, auch einer von vielen Grand Prix-Legenden, die an diesem Wochenende am Sachsenring mit am Start ist, ein Interview zu führen. Dieter Braun, der Grand Prix-Sieger von 1971. René Kindermann, bitteschön. Dieter Braun ist bei mir. Gerade eben haben wir ihn noch gesehen in unserem großen Film zum 90-jährigen Jubiläum vom Sachsenring. Ein herzliches Willkommen Ihnen hier am Sachsenring. Wie sehr genießen Sie das denn, wie die Menschen Sie hier Ihnen hier begegnen? Ja, das genieße ich natürlich jetzt schon seit vielen Jahren, denn es war ja seit 1971 ist das so, eigentlich schon die 2 Jahre vorher, weil ich 69 und 70 zweimal ganz knapp am Grand Prix Sieg vorbeigeschrammt bin, einmal durch einen technischen Defekt und
was ja damals eher an der Tages... Immer wieder passiert, ne? Ja, heute nicht mehr so. Heute kommen glücklicherweise nur 95% mindestens ins Ziel. Und dadurch waren natürlich die Menschen voller Erwartung. Sie wollten das Lied hören, sie wollten die deutsche Nationalhymne hören. Und den Gefallen habe ich ihnen dann 1971 tun können, indem ich das Rennen nach anfänglichen Schwierigkeiten dann doch gewann. Aber das war ja am Ende auch der Grund, warum der Sachsenring dann zu den DDR-Zeiten in Ungnade gefallen ist. Haben die Menschen Ihnen das eigentlich verziehen oder sind Sie deswegen zum noch größeren Helden geworden eigentlich? Ich glaube eher, dass es deswegen noch intensiver wurde. Ja? Das Verhältnis zwischen den Zuschauern, zwischen der Sachsenring-Atmosphäre und mir, die ist gewachsen mit den Jahren. Ja? Ja, also die Menschen, wenn man das auch sieht, sie kommen ja kaum einen Meter vorwärts, bevor sie ja Autogramme schreiben. Was macht denn das Besondere aus von diesem Sachsenring? 90. Geburtstag und er ist so jung wie nie. Ja, also die Atmosphäre war immer schon großartig hier. Also als ich hier fuhr, 1971, als ich den Grand Prix gewonnen habe, da waren es laut Zeitungsberichten 280.000 Zuschauer. Wenn sich das überlegt, was eine Viertelmillion Menschen. Das ist phänomenal. Und da hatten die so wirklich Hochsitze, ne? Hochgefährliche Hochsitze gebaut. Wie die da hochkamen, weiß ich gar nicht. Ich habe die nur immer sitzen sehen und einmal habe ich gesehen, ist auch einer zusammengebrochen. Und da hat es dann auch Verletzte gegeben. Dann ist es, glaube ich, verboten worden. Also die haben sich alles Mögliche einfallen lassen, um möglichst aktiv alles sehen zu können. Peter Braun, es ist ja schön, Sie bei uns zu haben an diesem wichtigen Tag für den Sachsenring. Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie noch Zeit hatten für unser Interview und wünschen Ihnen noch ein paar schöne Stunden hier am Sachsenring. Vielen Dank. Vielen Dank, aber auch ich zu sagen, dass ich jedes Jahr hierher kommen darf und dass ich das genießen darf und Hallo sagen zu den Fans, die nach wie vor zahlreich vorhanden sind. Und wenn wir jetzt den Hut hätten, den Dieter Braun heute so wunderschön aufhat, dann würden wir ihn ziehen vor Dieter Braun und all den Weltmeistern und Legenden und all denen, die an 90 Jahren Sachsenring Grand Prix und Rennstreckengeschichte mitgeschrieben haben. Danke, Dieter Braun, auch, dass er an diesem Wochenende präsent ist. Stefan Tennstedt hatten wir im Bild. Der hat sich inzwischen, der Rodewischer, einen Platz nach vorn arbeiten können. Also er scheint langsam besser und besser ins Rennen zu kommen nach etwas missglücktem Start. Und vorn Frank Bischoff, Mike Edwards und Don Gilbert immer dicht bei dicht. Nachdem es so aussah, als könne Edwards, der 350er fährt, und Gilbert 250er davonfahren. Aber möglicherweise läuft das Bike nicht ganz rund, aber das können wir von hier oben im Moment jetzt nicht klären. Edwards auf jeden Fall weiter vorn, hier im Bild, mit der 121, 48 Jahre alt, der Nordengländer. Hat einen wahnsinnig verrückten, im positiven Sinne, Hut, eine Mütze. Die könnte auch rein optisch gesehen aus einem Schottenrock genäht worden sein. Und das sage ich vor dem Hintergrund, dass er Engländer ist. Viele Sticker dran. Und Frank, ich glaube, wenn er die Mütze absetzt, Mike Edwards, dann erkennt ihn keiner mehr. Ne? Dann, ja, die Mütze ist schon so prägnant. Und ich habe ihn auch noch mal gefragt, weil ich Zweifel hatte an seiner... an dem Engländer Edwards, aber er hat das bestätigt. Aber die Nähe zu Schottland ist natürlich wiederum so, das könnte Auswirkungen auf sein Tun gehabt haben. ...15 Runden insgesamt, die Länge des Rennens. Ja. Das ist schon kräftezehrend. Und Mike Edwards befindet sich in der 11. Runde. Und Stefan Tennstedt, ich schaue immer mal wieder auf das Tableau. Dem drücken wir natürlich aus sächsischer Sicht, aus mitteldeutscher Sicht besonders die Daumen, dass er hier... Drücken wir die Daumen, dass er entsprechend hier noch vorankommt. Immer noch mal der Hinweis auch, dieses Zeitentableau ist jetzt rein optisch unbereinigt zwischen den 350ern und den 250ern. Edwards 350er Maschine, Gilbert 250er Maschine und Lecointe
aktuell hier als Dritter klassiert. Ebenfalls auf einer 350er, gestern Zweiter. Und jetzt in diesem Moment schert Gilbert aus auf der Start- und Zielgeraden und klassisches Ausbremsmanöver, Frank, ja, Eingangskurve 1. Absolut fair, absolut fair. Also sie heizen die Jungs, keine Frage. In dem Moment, wo sie auf dem Bike sitzen, hier nochmal onboard, die Wiederholung, Edwards onboard und dann müsste rechts, in diesem Moment kommt der Don Gilbert eintauchen, blitzsauber, man lässt sich aber Raum. Man kämpft, aber man lässt sich Raum. Man weiß natürlich auch, keiner will vom Bike fallen, abgesehen von Verletzungen, die man vermeiden will. Spielt natürlich auch das Kleingeld eine Rolle. Ja, das und ist aber das Schöne, dass hier nichts soll. Hier nochmal wunderschön, ja, die Slow-Mo, auch ja, die Zeitlupe. Wie man sich gegenseitig Platz lässt. Und jetzt sind wir wieder live mit dem Bild drauf. Start und Ziel. Geschwindigkeiten, Durchschnittsgeschwindigkeit 134, 135 in der Spitze. Und in diesem Moment hat Mike Edwards, auch wenn das jetzt auf dem Zeitentableau auf dem Bildschirm noch nicht zu sehen ist, Gilbert bereits wieder überholt. Aber Stand der Dinge wäre, Frank, Edwards, ja, jetzt wieder vorn. Edwards würde Edwards das 350er Rennen gewinnen. Ja. Und Gilbert würde das 250er Rennen so ist es, ja, ja, gewinnen. Und Stefan Tennstedt, der wäre, da beginnt das Tableau jetzt nicht so her. Ich glaube, der ist im dritten Platz. Hier nochmal, hier nochmal. Wunderschön zu sehen, das sofortige erneute Manöver, diesmal von Edwards, der Konter auf der Strecke. Und fantastische Studien auch in den Zeitlupen. Die 350er, das war schon immer auch so, auch unabdingbarer Bestandteil dieser Serie, immer farblich unterscheidbar von den 250ern. Blaue Farbe, blaue Farbe an der Startnummer und 250er Frank. Grün. So wie es schon seit jeher, ja, in der Weltmeisterschaft war. Ja, es ist vielleicht auch bemerkenswert, das muss man erwähnen, dass die dass diese Meisterschaft in die FEM integriert ist und dass von Seiten der FEM Regeln aufgestellt worden sind, vor allen Dingen was das technische Bereich angeht. Die wollen wir jetzt nicht im Einzelnen so hier erwähnen, aber Zweizylinder. Zweizylinder. Alle Maschinen müssen parallel Twins sein. V-Twin-Motors oder respektive Motoren sind nicht erlaubt. Also so streng ist das Reglement und schafft damit eine gewisse maschinelle Gleichheit, die das Fahrerische noch besser durchkommen lässt. Erinnert vielleicht an den Red Bull Rookies Cup der heutigen Zeit, wo ja auch die Motorisierung vollkommen analog ist und niemand was dran rumschrauben darf. Stefan Tennstedt hat sich vorangearbeitet. Es läuft immer besser, immer besser. Er hat ja Sturzpech, der Rode Wischer, in diesem Jahr in der ICGP, in der International Classic Grand Prix in Frankreich, Le Castellet. Es war ausgerechnet Ostern. Es ist sein erstes Rennen seitdem wieder und seine Frau Steffi Tennstedt, die hat wochenlang nicht dran geglaubt, dass der 64-jährige Stefan Tennstedt hier pünktlich zum Sachsenring, zum Jubiläum wieder fit sein wird. So groß waren die Schmerzen und die Wehwehchen, aber er hat einen guten Physio, er hat einen guten Sportarzt und er hat viel geschraubt an diesem Wochenende. Sie hatten Probleme mit ihrem Zweizylinder-Drehschieber-Motor und mussten da noch Nachtschichten einlegen. Da arbeitet der Sohn mit und einer, der Frank dir sicher auch ein richtiger Begriff ist, Gerd Schiemank, ja, früher auch, ja, DDR-Meister. Ja, ja, ja. So, und da sind wir
durch. Stefan Tennstedt im Bild. Und wenn ich das jetzt überblicke, dann ist der Vogtländer noch Dritter geworden. Da gibt es einen kleinen Klaps beim Reinfahren in die Box. Er ist Dritter geworden. Er ist Dritter geworden in der 250er-Klasse. Das ist also nochmal eine Verbesserung gegenüber dem gestrigen Tag. Da wird man sich im Hause Tennstedt in der Schlosserei auch zu Hause richtig freuen. Denn bereits in sechster Generation, die Söhne haben da inzwischen übernommen. Da wird man sagen, Mensch, das war aber ein gelungenes Wochenende im Hause Tennstedt. Sieg in der 350er-Klasse an Mike Edwards aus Großbritannien. Glückwunsch und Sieg in der 250er-Klasse im zweiten Rennen am heutigen Sonntag an den Briten Don Gilbert, der gestern das Kettenpech hatte. Dem war die Kette gerissen auf einer Exact Weld, so heißt die, das Fabrikat. Ein ganz spezielles Fabrikat, Frank, denn da gibt es kein Chassis, sondern Schwingen im klassischen Sinne. Ja. Wir bedanken uns. Vielen Dank, Frank Bischoff. Danke an die Piloten und geben damit vom ICGP-Rennen erstmal zurück zu Almut Rudi. Und der bestplatzierte Deutsche, Stefan Tennstedt, auf dem dritten Rang, der steht jetzt geduscht und gestriegelt neben mir. Das Rennen haben wir nämlich heute Mittag aufgezeichnet. Wie lief es denn für Sie im Vergleich zu gestern? Ja, ich war froh drüber. Es ist besser gelaufen als gestern im Rennen. Wir hatten viel Arbeit. Wir haben über Nacht den Motor noch mal überholen müssen. Und das geht natürlich nur in Zusammenarbeit mit Freunden oder meinen beiden Söhnen, die da mitgeholfen haben. Es ist halt so, dass ich dann heute früh im Warm-up gemerkt habe, gut, der Motor geht. Und ich wusste, dass jetzt im Rennen noch etwas dazukommt. Und das war dann auch so. Wie waren die Bedingungen für Sie heute? Ja, die Bedingungen waren hier super am Sachsenring. Sachsenring ist immer top. Und jetzt der neue Belag hier und so, der ist so griffig. Und das macht natürlich richtig Spaß. Und das noch vor der Haustür und das ist super. Gab es irgendeine brenzlige Situation heute für Sie? Ja, na gut, brenzlig. Es ist Race, es ist Rennen und es ist einfach so, dass man kalkulieren muss. Es gibt sicherlich manchmal Positionen, wo du sagst, zieh lieber zurück, denn wir wollen ja Spaß am Rennen haben und trotzdem schnell fahren. Und alle die Fahrer in der ICGB sind eigentlich ehemalige Grand Prix-Fahrer, internationale Racer und Isle of Man-Sieger sogar, dreifache Sieger der Isle of Man, Ian Simpson zum Beispiel oder ein Eric Sol Grand Prix, den wir früher, habe ich den in Brünn zugeschaut, als Zuschauer dort und habe immer die Leute beneidet, die dort fahren durften. Und zum Glück ist es jetzt so gekommen, dass wir alle untereinander dicke Freunde und Fahrer geworden sind und Rennen bestreiten und das nachgeholt haben, was man der Jugend nicht schaffen konnte. Stefan Tennstedt, vielen, vielen Dank. Sie stehen auf zwei Rädern. Ich weiß, wir wechseln jetzt aber zu den Autos. Historische Automobil-Rennsport-Interessengemeinschaft Ostdeutschland. Sowas gibt's. Ein sperriger Name, hinter dem sich schnittige Autos verbergen. René. Genauso ist das, abgekürzt heißt diese Rennklasse Haigo und das sind die Autos, die jetzt gleich hier losgelassen werden. Das sind die Formelfahrzeuge der Haigo-Klasse. Die Haigo wurde 2004 gegründet, um eben den Automobilsport in den früheren Ostblockstaaten noch ein bisschen am Leben zu erhalten. Das sind die Autos, die ganz oft in Garagen in der DDR entstanden sind. Und es sind natürlich Autos, zum Beispiel sind ja auch die Trabis zu Rennpappen umgebaut worden. Und es gab sogar Lada, die am Ende dann als Formelfahrzeuge unterwegs waren. Ingo Hane, der sagt Ihnen jetzt noch mal ganz genau, was hinter der Haigo steckt und wie viel Enthusiasmus und wie viel Einsatzbereitschaft da einfach auch drin steckt in diesen Autos. Der Leipziger Gunter Schönfeld und seine große Liebe. Dieser Estonia 25, ein Formelrennwagen, gebaut zum Ende der Sowjet-Ära. Ein solches Auto zu fahren, sagt er, ist ein einzigartiges Gefühl. Das klingt jetzt vielleicht albern, aber das sind unbeschreibliche Gefühle, weil man die eigentlich auch mit nichts anderem vergleichen kann. Ende der 80er Jahre ist dieser Rennwagen das Maß der Dinge auf den Rennstrecken im Osten. Er nimmt es sogar mit modernen Sportwagen auf. Ich habe Vergleichstests gefahren auf dem Lausitzring gegen einen Ferrari 360 Modena und war mit dem Estonia 25 schneller als mit dem Ferrari. Aber was macht diese Sowjetrakete schneller als einen Ferrari Modena?
Das ist ein Gitterrohrrahmen, der sich von vorn bis hinten zieht in einem Stück. Das Herz der 1,6 Liter Ladermotor, verbaut mit den beiden Weber Doppelvergasern. Dieses Auto wiegt nur 450 Kilo. Da schieben 170 PS mächtig gewaltig. Härteste Konkurrenten sind die Boliden aus DDR-Produktion, dieser MT-77 und der jüngere ML-89, entwickelt von Rennfahrern unter Federführung von Uli Melkus. Und noch eine Rennserie fasziniert die Fans. Die historischen Tourenwagen. Lada, Skoda, Zastava. Kai-Uwe Rosner aus Gera fährt ein besonders auffälliges Exemplar. Zeit für ein Kompliment. Das schönste Auto, finde ich. Hast du das gehört? Das musst du unbedingt aufschreiben. Ja? Also. Wir haben das schönste Auto. Aber ja, recht. Ja. Ein 1300er Lada. Wie sich herausstellt, ist er nicht nur schön, sondern auch schnell. Einer der schnellsten im Feld. Alles geleichtert, irgendwo Material weggebaut. So. 740 Kilo. 740, lieber Mann. 740 Kilo reines Kampfgewicht. Im Inneren nur das Nötigste. Armaturenrennsitz, Überrollkäfig. So beschleunigt der Lada auf 172 Sachen. Ja, das geht spätestens los, wenn man den Helm auf dem Kopf hat. Da geht der Ärger jetzt los. Was soll es werden? Ja, wir kämpfen wie jedes Jahr um den ersten Platz. Gas geben und Rennen gewinnen, darum geht es. Auch bei den Oldies. Und hier angekommen auf Startplatz 2, Nils Holger Wilms, ist das mit einem ganz besonderen Auto. Was ist das für ein Auto, in dem Sie sitzen? Das letzte Auto, was Uli Melkus gebaut hat. Also wir waren ein Team um Uli Melkus. Uli Melkus ist 3 Rennen mit diesem Auto gefahren. Davon hat er 2 gewonnen, 1 im 2. Platz. Also das ist eine ganz schön große Bürde, das am Leben zu halten. Das glaube ich Ihnen, das werden Sie heute wieder wunderbar machen. Wir drücken Ihnen die Daumen hier von Startplatz 2 aus. Ein gutes Rennen wünschen wir Ihnen. Und wir gehen noch mal einmal hier rüber quer durch die Startaufstellung. Hier ist Tobias Worm, den kennen Sie aus unserem Film, den wir gerade gezeigt haben. Tobias, auch Ihnen einen schönen guten Tag. So kurz vor dem Rennen, was haben Sie denn jetzt heute vor? Also mindestens das Ergebnis wie gestern, also Position 3. Vielleicht geht mit etwas Glück auch noch ein Weg nach vorn. Ganz ein kurzes Wort noch zu dem Auto, das Sie heute fahren. Was steckt hier hinter Ihnen für ein Motor drin? In meinem Fahrzeug hier steckt ein 1600er Ladermotor drin. Wie schnell sind Sie denn mit dem Auto unterwegs, wenn es so in die großen Geraden reingeht? Also hier auf der Strecke haben wir einen geschätzten oder einen Topspeed von ca. 225 km/h hinten im Berg runter. Was sagt denn da die Bandscheibe? Alles gut. Ist noch ein bisschen Aufregung dabei, wenn es hier auf dem Sachsenring rundherum geht, oder ist das schon ein tägliches Geschäft? Nee, also Aufregung ist in dem Sinne heute mal dabei, weil heute ein Riesenpublikum natürlich uns beobachtet, was wir sonst so in der Menge nicht gewöhnt sind. Und da möchte man natürlich auch ein entsprechendes Ergebnis eigentlich abliefern. Wie ist das denn, wie heiß wird das denn hier im Auto? Kommt ihr? Ich merke es hier so ein bisschen bei mir, hier ist schon ordentlich Hitze mit dem Spiel, merkt man da auch was unterwegs? Wir sind ja in der Lage, dass wir ein Formelfahrzeug haben und keinen Tourenwagen. Also wir kriegen vom Fahrtwind was ab und das kühlt uns schon runter. Ich wünsche Ihnen einen kühlen Kopf. Es wird ein paar rassige Situationen im Rennen geben. Die Reifen haben natürlich Betriebstemperatur, das ist klar. Die sind schön vorgeheizt. Viel Spaß und wir sehen uns nach dem Rennen gerne nochmal wieder. Das ist übrigens der Papa, das ist der Teamchef quasi. Und der wird uns dann während dem Rennen zur Verfügung stehen. Mit ihm können wir darüber reden, was denn da gerade auf der Strecke passiert, wie sich der Sohnemann schlägt und wer am Ende hier die schnellsten Reifen auf den Asphalt legt. Das ist wirklich ein schönes Gefühl, hier in der Startaufstellung zu stehen. Hat man so auch nicht allzu oft. Und wir geben jetzt, oder ich gebe jetzt sehr gerne ab zu Ihrem Kommentator, zu Ronny Maywald. Und da sind wir wieder. Danke, René, erstmal für diese wunderbaren Impressionen aus der Startaufstellung. In wenigen Augenblicken wird es dann losgehen mit den Heigo Formelwagen, historische Automobilinteressengemeinschaft Ost, die Einführungsrunde. Und ich darf ganz herzlich begrüßen hier an meiner Seite unseren Co-Kommentator am heutigen Nachmittag für die Heigo Formel- und Tourenwagenrennen, Bernd Fulk. Vielen Dank erstmal fürs Kommen. Bernd Fulk in Löbau zu Hause, selbst einst und noch aktiv Rallye-Fahrer. Naja, aber vor allen Dingen vorbei. Verwurzelt. Verwurzelt seit Jahrzehnten mit den
Ost-Formelwagen, mit den Ost-Tourenwagen. Absolut profunder Kenner der Szene und seit vielen Jahren hier auch Streckensprecher am Sachsenring beim Motorrad WM Grand Prix. Ja, aber, genau. Lieber Bernd, herzlich willkommen. Wir sind jetzt erstmal auf vier Rädern am Sachsenring unterwegs. Ja, genau so ist es. Und erst einmal auch von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Vorstart ist freigegeben. Aufwärmrunde drücken wir erstmal allen die Daumen, dass sie wegkommen. Da steht schon der Erste. Aber auch da geht es jetzt vorwärts. Bernd Vogt, wir haben die Zeit bis zum Start kurz erstmal einzuordnen. Es sind ja auch noch Fahrer tatsächlich, Nils Holger Wilms Beispiel, ja. Henrik Opitz, wir haben hier mit dabei, die zu DDR-Zeiten praktisch um die Meisterschaft gefahren sind, die auch in dem berühmten Pokal für Frieden und Freundschaft in den Ostblockländern, wie es heute oft heißt, gefahren sind. Ja, das war ja sozusagen die Europameisterschaft der Ostblockstaaten. Keine Frage, so haben wir es individuell genannt. Nils Holger Wilms mit dem letzten Auto von Uli Melkus. Henrik Opitz fährt das vorletzte Auto von Uli Melkus. Und mit einem Estonia, also mit dem 25er, mit dem letzten Modell aus dem Baltikum sozusagen, Frank Thalmann, auch der ist damals zu DDR-Zeiten schon mit unterwegs gewesen, hat also damit schon heiße Rennen bestritten. Viele Estonias auch mit dabei, ja. Falls sich der eine oder andere jetzt beim Betrachten dieser ersten Einführungsrundenbilder fragt, Mensch, so viel MT-77 und groß sind es gar nicht, die wir sehen. Es sind aber einige dabei und die Estonias kommen wir dann später auch nochmal drauf zu sprechen, hier in größerer Zahl. Ja, wir haben insgesamt von den MT-77 fast 60 Autos gehabt. 30 existieren noch, die sind also noch dabei. Teilweise bei Präsentationsveranstaltungen, teilweise bei Rennveranstaltungen hier bei der Heiko, die übrigens eine eingetragene Klasse in der FIA ist. Also das ist mal ganz, ganz wichtig. Und der Weltautomobilverband. Genau, der Weltautomobilverband. Und diese Klasse wurde 2004 damals gegründet in Most, im tschechischen Most, was sehr, sehr viel mit dieser ganzen Formelszene zu tun hat. Da kommen wir aber dann später noch drauf zu sprechen. Und Stromer Kraft, der war derjenige, der das Ganze damals in Tschechien mit angeleiert hat. Und auch hier am Sachsenring mit zugegen ist an diesem Wochenende Stromhard Kraft. Wir schauen, wie die Fahrzeuge sich so langsam aber sicher die Rennwagen der Startaufstellung nähern. Toni Keutsch aus Döbeln hatte das Rennen gestern für sich entscheiden können. Und dementsprechend nach dem gestrigen Rennen ist die Startaufstellung ausgerichtet. Toni Keutsch vorn mit einem Estonia auf der Pole Position. Direkt daneben in Startreihe 1 auf dem zweiten Startplatz Nils Holger Wilms aus Coswig mit dem M90. Tobias Worm, der Panitscher, auf 3 in der zweiten Startreihe. Falk Schwarze Ebersbach mit einem MTX auf Position 4. Keine Rundenanzahl hier heute, eine Zeit, die abläuft. Das zur Erklärung. 20 Minuten wird das Rennen dauern. Und hinten wird die grüne Flagge gezeigt hinter dem Feld. Die Motoren heulen auf, der Start ist freigegeben. Und dann konzentrieren wir uns erstmal auf die erste Kurve, drücken allen die Daumen, hoffen, dass alles erstmal klappt. Dass hier alle Starter gut durchkommen. Und Nils Holger Wilms hat gleich mal glasklar die Führung übernommen. Genau. Ja, gestern hat es nicht ganz so funktioniert, wie es sein sollte. Da hatten wir gleich nach der ersten Runde eine Pacecar-Phase. Das sieht heute nicht danach aus. Also hier herrscht Ordnung, hier herrscht Disziplin. Das funktioniert jetzt hier bei uns bei diesem zweiten Rennen an diesem Wochenende in der Formel Heiko absolut gut. Wahrscheinlich haben die Jungs auch das eine oder andere nochmal überdacht, denn gestern wurde da wirklich aber ordentlich geheizt. Richtig. Sodass da praktisch nicht so viel Rennen zustande gekommen ist. Hier die Wiederholung nochmal vom Start. Perfekter Start von Nils Holger Wilms. Dem Estonia von Toni Keutsch da erstmal keine Chance gelassen. Und hier. Ja, wer Nils Holger kennt, der weiß, der Mann ist ein extremer Kämpfer. Der fährt wirklich auf der allerletzten Rille.
und hat schon einige Male bewiesen, dass er zweifelsohne zu den allerbesten hier bei uns in dieser Formel-Szene gehört. Du hast es ja gesagt, 60 Fahrzeuge sind etwa gebaut worden. Sie werden ja nicht mehr, die Fahrzeuge, mit der Zeit, ist klar. Also man braucht viel. Und da hat es zum ersten Mal einen Zusammenprall gegeben. Das war auf alle Fälle der Henrik Opitz. Und das ist das Auto, was der Uli Melkus als vorletztes Fahrzeug gebaut hatte. Hier muss ich dazu sagen, dieses Fahrzeug galt mal als unfahrbar. Das hören die Konstrukteure zwar nicht so gerne, aber man hat dann auf alle Fälle versucht, das Ganze wieder in die Reihe zu bringen. Und Opitz hat es geschafft, aus diesem Fahrzeug eine richtige Sache zu machen. Aber ich glaube, der ist jetzt, ja, schade. Aber Henrik Opitz, schade. Der Kosse Bauder, der da eine Werkstatt hat, seit vielen Jahren betreibt, muss aussteigen. Ich bin erstmal froh, dass er nicht verletzt ist, dass nichts passiert ist. Technischer Schaden, okay. Zusammenprall, das kommt vor im Rennsport. Und die Piloten, die hinter Opitz lagen, die sind alle, ja, alle gut vorbeigekommen. Gut vorbeigekommen, ja, ja. Haben alle aufgepasst. Wie schnell kann das passieren, wenn ein Fahrzeug quer steht, dass dann auch mal... So, jetzt natürlich die Frage, gibt es jetzt eine Pesca-Phase? Ja. Oder möglicherweise gar eine... Rote Flagge. Da haben wir den nächsten draußen. Da ist also das, sind das doch zwei ist das Fahrzeug. Genau. Ja, die beiden sind kollidiert. Sind kollidiert. Jetzt kommt die Wiederholung. Hier noch mal eine Wiederholung. Da sieht man es auf der rechten Seite auf den Curbs. Da waren sie sich über die Vorfahrt nicht einig, vermute ich. Das ist richtig. Oder Henrik Opitz hat, aber das ist jetzt Spekulation. Ja, also wirklich jetzt das Zeichen ist da. Pesca-Phase, gelbe Flagge ist draußen überall. Also jetzt wird die Geschwindigkeit so auf ungefähr 60 km/h eingebremst. Und und das Gleiche hat man leider gestern schon mal. Ich schaue aber erstmal, Bernd, da wird nochmal genau geguckt, was passiert jetzt mit dem Fahrzeug. Henrik Opitz hat auf jeden Fall das Fahrzeug unverletzt, so gehen wir davon aus, verlassen können. Ist erstmal da von der Strecke. So, natürlich wichtig jetzt schauen, ob irgendwie Öl auf der Strecke liegt. Das wäre natürlich dann absolut ein Zeichen, was wir überhaupt nicht machen. Hier siehst du die Flagge. 60 km/h wird also signalisiert. Und das Pace Car kommt jetzt raus? Nee, wir haben ein virtuelles Pace Car hier. Ein virtuelles Safety Car, also vergleichbar wie in der Formel 1. Genau das Gleiche. Also direktes Pace Car haben wir nicht. Wir haben eins, aber das steht zurzeit zu Hause. Wir hatten 1987... einen Dacia, einen Renault Gordini mit Dr. Manfred Bobst, der als Pesca-Pilot, als Rettungsfahrer mit Feuerlöschern, mit allem drum und dran ein Fahrzeug aufgebaut hat. Und Ronny, dieses Fahrzeug wurde hier am Sachsenring eingesetzt bei einem schweren Unfall 1987. Und ich glaube, sagen zu können, dass der Mann da mit seinem Pesca viel dazu beigetragen hat, dass Hartmut Kessler, Hans-Dieter Kessler, raus ist. Und wir schauen mal, was bei Henrik ist. Da gibt es irgendwie ein Problemchen. Na, Sie versuchen jetzt erstmal die Streckenposten, ganz klar. Sie wollen das Fahrzeug beiseite schaffen, dass das Rennen dann wieder freigegeben werden kann. Und versuchen da jetzt, so sehe ich das zumindest, offenbar erstmal eine Möglichkeit zu finden, wie Sie es abschleppen. Wie Sie es abschleppen können. Und ich habe das Zeichen. René Kindermann in der Boxengasse hat Volker Worm als Gesprächspartner. Da geben wir doch mal rüber. Bitte schön. Aber selbstverständlich, der Papa schaut natürlich genau hin, was der Sohnemann unterwegs macht. Diese Fahrten, die jetzt hier sind, wenn man sozusagen runtergedrückt wird, wie oft kommt sowas vor, dass da Unfälle passieren bei der Rennserie? Naja, das ist ja am Sachsenring eine Besonderheit, weil sonst gibt es so Safety-Car-Phasen manchmal. Das ist manchmal eine, manchmal zwei und manchmal läuft es aber auch die 20 Minuten ohne so eine Störung. Das kommt ein bisschen drauf an, was ist passiert und wo fliegt das Auto hin oder kann der rausfahren durch eine Lücke, wie dort da drüben haben wir eine Lücke, wenn man da rückwärts rauskommt, da kommt das zu gar nicht so einer Phase. Aber hier hat man eben diese Zone 60 Phase eingeführt, bis die Gefahr beseitigt ist und dann kommt wieder grüne Flagge und dann wird wieder gegast. Was ist denn so ein Auto wert, wenn da jetzt so ein Unfall passiert und das Auto ist zumindest außenrum relativ stark ramponiert? Was sind das für Kosten, die auf einen zukommen? Naja, ein Auto wird immer komplett, ein richtig gutes, kostet vielleicht so 25.000 bis 30.000 Euro. Und eine alte Kiste gibt es immer schon mal für 12. Wenn jetzt nach dieser 60 km/h-Phase sind die wieder zusammengeschoben, Ihr Sohn war ja auf Platz 3 gelegen, wird er jetzt mal, wenn die grüne Fahne kommt, sofort Vollgas geben?
Ja, er wird Vollgas geben, aber die 60-Phase bedeutet, dass jeder 60 fahren muss. Damit bleiben die Abstände erhalten. Ach so, das ist also, ich sage, okay, also das wird so bleiben und dann wird es wieder auf den Abstand zurückgeschoben. Was kann denn der Sohnemann heute schaffen? Was glauben Sie denn? Ist der vorne konkurrenzfähig für Platz 1 und 2? Ja, für Platz 1 glaube ich weniger, wobei das ist von vielen zufällig abhängig. Also Ziel ist der dritte Platz, alles andere wäre natürlich spitze. Aber man hat ja gesehen, gestern hat der Toni Keutsch mit 5 Sekunden Abstand gewonnen. Der war jetzt nur Zweiter und der Nils-Holger Wilms war vorgekommen, der gestern gegen Toni Keutsch keine Chance hatte und am Schluss sich gerade mal mit einer Sekunde vor uns über den Zielstrich retten konnte. Also das ist von vielen Faktoren abhängig und das immer von der Tagesform abhängig. Ja, wir sind gespannt. Wir sind gespannt, geben wieder zu Ronny Maywald ab und schauen mal, was sich auf der Rennstrecke draußen tut. Tobias Worm, der Sohn hier im Rennen dabei von Volker Worm, aktuell Siebter im Klassement. Also wenn es da bis auf Platz 3 noch vorgehen soll, Bernd, dann ist noch einiges zu tun. Was mich jetzt mal interessieren würde und sicherlich viele Zuschauer, 60 Kilometer pro Stunde, haben wir ja gerade gesagt, ja. Hat Volker Worm auch noch mal gesagt. Wie wird das gemessen? Wer stellt jetzt fest, dass 60 km/h von jedem gefahren werden? Gut, es gibt hier eine Messung bei Start und Ziel. Aber ob das nun jetzt wirklich 60 oder 65 sind, da ist man hier relativ freundlich, möchte ich mal sagen, am Sachsenring. Ansonsten hast du ja wirklich einen PSK vorneweg, dass das ganze Feld dann erstmal einbremst und dann wirklich auch das Tempo bestimmt. Das ist mal, sagen wir mal hier so, eine vage Schätzung. Man sieht, dass die Fahrer sich an diese Strategie halten müssen, dass sie die Abstände einhalten. Das ist erst einmal hier das Allerwichtigste. Also wenn da einer der Fahrer mal 62, 63 Grad drauf hat, ist das nicht das Problem. Das ist nicht das Dann Problem. Geht nicht gleich die Blitzerfalle an, nein. Das in der Formel 1 Boxengasse ja. Der Fall ist als Beispiel. Und da muss keiner entsprechende Befürchtungen haben. Ja, einer der beiden Prototypen, rote Flagge in diesem Moment, so höre ich über die Regie, rote Flagge, das hieße Rennabbruch. Und es kommt auf unserem Zeitenmonitor die ja. Entsprechende Bestätigung. Red Flag, rote Flagge in der dritten Runde. Knapp 8 Minuten. Von den 20 wären noch ja, da steht der Nächste gewesen. Draußen. Da das steht der Nächste Tobias draußen. Winter. Mit der Startnummer 84 ebenfalls ein MT 77, das ist eins der letzten Baujahre, die hier mit am Start sind. Also ein relativ aktuelles Auto von der Klasse der MTs her gesehen. Wir wissen ja, der Name MT 77, das Fahrzeug wurde ja von Melkus und Tassler gemeinsam konstruiert. Oh, das sieht schief aus, das Ding. Da ist noch eins, das ist aber das Fahrzeug gewesen mit dem... vom Crash, ja, vom Zusammenprall mit Henrik Opitz. Genau. Also wie gesagt, dieser MT 77, das war ja wirklich das Auto, was damals in den 70er und Anfang der 80er Jahre dominant war. Und dieser Wagen, wir haben es schon gesagt, über 60 Mal gebaut, 30 Autos sind dementsprechend heute noch im Einsatz. Ja, Gitterrohrrahmen, Ladermotor, am Anfang 1300 Kubikzentimeter und jetzt mit der Klasse jetzt hier, ist man mit dem 1600er Ladermotor unterwegs. Und man muss eins dazu sagen, es war ja damals Pflicht, dass man nur Bauteile damals aus den sozialistischen Ländern einsetzen durfte. Also du konntest jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ich nehme jetzt die Stoßdämpfer von der und der Firma. Das haben andere Fahrer gemacht dann, die nicht aus der DDR kamen. Rennabbruch also. Ja. Das läuft auf einen Restart dann raus. Das Zeichen werden wir dann entsprechend bekommen. Und jetzt haben wir nochmal Bilder vom Zusammenprall. Henrik Opitz. Schwer einzuschätzen. Ja. Wer da wem im falschen Moment die Vorfahrt genommen hat oder wem ein Fehler, das ist ja mal schnell gesagt, natürlich, im Rennsport zuzuschreiben ist, das passiert, das gehört dazu. Die Fahrer nehmen jetzt in der Startaufstellung erstmal wieder Aufstellung bei Rennabbruch. So, wir haben noch 11 Minuten.
die uns hier zur Verfügung. Acht Minuten und zehn. Also ja. elf. Ja. 8 Minuten und 11 Sekunden. Ja. Ja, das ist natürlich schade, dass hier dieses Traditionsrennen so über die Bühne ging bis dato. Wir hoffen, dass es jetzt klappt alles, dass alles funktioniert. Also die Fahrer rollen jetzt auf ihre Startpositionen wieder ein. Aber Sicherheit geht vor. Natürlich, das ist ganz klar. Frage. Die Startaufstellungsbediensteten, da wird sich nochmal abgesprochen. Das Zeichen muss ja auch kommen, wenn die Strecke wirklich wieder entsprechend für genau. das Rennen freigegeben werden kann. Denn wir haben es ja gesehen, wenn es standen ja diverse Autos draußen. Es standen diverse Autos draußen und werden mussten. Wenn es nicht Öl war, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da eine Ölspur entstanden Nein. ist, aber es ist zumindest auch Schmutz auf die Fahrbahn des Sachsenrings auf den top neuen Asphalt drauf gekommen. Gut, es ging ganz einfach darum, das Fahrzeug muss dort aus dieser Zone geborgen werden. Das ist auf alle Fälle eine Quelle, die da nicht gut ist. Und wir geben zu René Kindermann in die Boxengasse. Na, nicht Boxengasse, Startaufstellung sind wir schon wieder. Und wollen wir ganz kurz nachfragen bei Nils-Holger Wilms, was war denn da unterwegs los? Ja, scheinbar haben sich einige berührt. Es war also mehr als zwei Autos und deswegen haben die schon dann Sorgen, das alles zu bergen an einer Stelle. Das ist verständlich, das ist für die Sicherheit. Die Leute müssen geschützt werden, die dort bergen. Da müssen wir warten. Und in der Startaufstellung, das ist diese Code-60-Regel, nach der hier gefahren wird, wird bei Rot in der Startaufstellung wieder aufgestellt und das Rennen wieder gestartet, wenn wir Glück haben, von der Zeit her. Also wir zeigen es auch gerade nochmal, der Bolide wird also gerade geborgen von den Sicherheitsleuten. Sie jetzt von Startplatz 1 aus, es sind dann noch 11 Minuten 50, das ist jetzt eine perfekte Ausgangssituation für heute, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich denke, ich habe das erste Code-60-Schild übersehen und werde mit Sicherheit den Toni erstmal vorlassen. Machen Sie das von sich aus oder gibt es da eine Anordnung? Ich denke beides. Also, sicherheitshalber lassen Sie mal vor, damit Sie der aus, sozusagen, damit Sie der Anweisung entgehen. Gibt es da gerade noch Absprachen? Also was heißt das jetzt gerade nicht bei Gelb, sondern im Rennen? Bei Gelb ist bekanntlich Überholverbot. Wir sollen nochmal achten, dass kein Gelb draußen ist an der Stelle, wo ich einen Toni vorbeilasse. Alles klar, also da wünschen wir Ihnen dann gleich, wenn es wieder losgeht, ein gutes Rennen. Bisher läuft es ja ganz gut im Sinne von Uli Melkos. Und wir gehen mal rüber und wollen natürlich auch nochmal nachfragen, wie das aus der Sicht des Mannes, der erst auf Startplatz 1 war, jetzt aussieht. Wir haben schon gerade gehört, Sie werden dann wieder auf Startplatz, auf Platz 1 vorgelassen werden, weil es gab einen Regelverstoß, ne? Ja, ist richtig. Wir hatten Code 60 und Nils hat es leider zu spät gesehen und wird mich dann im Rennen wieder einen Platztausch durchführen. Aber das war dann der letzte Platztausch für heute, oder? Aus Ihrer Sicht? Aus meiner Sicht schon. Wenn Sie wieder rübergehen, dann wird es wieder anders, eine andere Antwort geben. Das ist absolut. Was ist das für ein Gefühl, hier auf dem Sachsenring unterwegs zu sein für Sie? Naja, für uns alle ist es eigentlich unbeschreiblich, weil es für alles, uns alle ein Heimrennen eigentlich. Wir sind alle nur wenige Kilometer von hier weg zu Hause und jetzt mit dem neuen Belag auch, also ist wirklich herrlich. Ich habe schon gesehen, bei Ihnen im Heckflügel hinten drin prangt das Stadtzeichen von der Stadt Döbeln. Kommen Sie aus Döbeln? Ich komme aus Döbeln, ja. Wie sind Sie denn zum Rennfahren und zu diesem Auto gekommen? Ah, zum Rennfahren, das ist schon eine lange Geschichte, das werden wir in 5 Minuten jetzt nicht hier. Nee, dann machen wir nicht, dann wieder zum Auto. Zum Auto, ja, es ist wirklich ein dummer Zufall. Das Auto stand zum Verkauf und ich hatte schon mal so einen Wagen und habe mir das dann wieder zugelegt und aufgebaut. Okay, dürfen wir mit der Kamera einen kleinen Blick hier reinwerfen und Sie sagen uns, was da alles für Instrumente zu sehen sind? Ist ja sehr übersichtlich. Ja, wir haben nicht viele Instrumente. Wir haben im Prinzip nur die Wassertemperatur, den Öldruck und den Drehzahlmesser. Viel mehr ist es schon gar nicht. Alles klar, das reicht aus, um ein gutes Rennen zu gestalten. Ich liege hier so ein bisschen rum, ich wünsche Ihnen viel Spaß, das geht gleich wieder los. Also, Restart, dann sind es noch 11 Minuten und 50 Sekunden, die das Rennen dauern wird und wir geben oder ich gebe gern wieder ab zu Ronny Maywald. Danke René Kindermann für diese wunderbaren Eindrücke, für diese Live-Eindrücke da unten aus der Startaufstellung vor dem Restart, der 15.58 Uhr etwa vollzogen werden soll. Ich hab's gewusst, Bernd, ich hab's geahnt. Ja. 60 Kilometer pro Stunde, das war das Thema. Nee, aber es ist ja faszinierend, dass die Jungs das untereinander gleich feststellen und dass man sagt, okay, Nils-Holger Wilms in dem Fall, ich lass den lieber gleich wieder vorbei und
Außerdem habe ich ja dann die Chance, nochmal zu überholen. Das ist natürlich auch ziemlich kompliziert mit diesen Schildern hier. Wenn so, du da wirklich mal. Sorry, Bernd, ich muss dich kurz unterbrechen. Wir haben nochmal die Chance, René Kindermann unten bei Volker Worm. Bitteschön. Na, beim Tobias, beim Sohnemann sogar, um zu fragen, was machen Sie denn jetzt hier hinten, um Gottes Willen? Ja, mit dieser Code 60 scheint ein bisschen was drunter und drüber gelaufen zu sein. An der Kartbahn kam unten die Flagge raus. Am zweiten Posten war sie dann auch schon und auf einmal werde ich von 4 Leuten überholt bei Code 60 und Überholverbot. Also die haben vor mir regulär erstmal noch nichts verloren. Also. Das heißt, sie werden wieder vorgelassen werden, oder? Oder werden sie sich vorschlagen? Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus. Ja. Also wir wünschen Ihnen viel Spaß. Erstmal in Ruhe überholen und dann Vollgas. Viel Freude. Spanni, bitte. Danke auch nochmal für diese Einschätzungen. Live aus dem Fahrzeug von Tobias Worm. Ja. 60 km/h, das ist das Thema. Es wird da eine ziemlich schwierige Kiste jetzt. Das wird natürlich auch für unsere Zuschauer ziemlich kompliziert. Jetzt, wenn die jetzt hier alle anfangen, im Endeffekt ihre Plätze noch einmal zu tauschen. Übrigens war es die Startnummer 28, der Günther Schönfeld, der rausgeflogen war. Aus Leipzig mit einem Estonia 25. Vielleicht, Bernd, mal jetzt kurz die Gelegenheit auch auf diesen Estonia 25 Wagen kurz mit zu sprechen zu kommen. Ja, ganz kurz, das war eigentlich das souveräne Fahrzeug ab so 86, 87. Der MT war damals schon 10 Jahre alt, muss man so sagen. Die Leistungsschwankungen waren einfach schon zu groß und was unsere Kollegen da in den baltischen Republiken angebaut haben oder gebaut haben, das war ja damals noch die große Sowjetunion. Und ich kann nur eins sagen, man hat dort unwahrscheinlich viele Versuche unternommen mit diesem Auto, das sich exzellent fahren lässt, muss man wirklich so sagen. Das wird ja jeder bestätigen. Dieser Wagen hat ein super Fahrwerk, ist natürlich mit dem Ladermotor ausgerüstet. Ja, und dann kamen so ein paar Kleinigkeiten zutage, dass die Kollegen da in Russland den Motor schon ein wenig anders vorbereitet hatten, bevor er in die Serie ging. Dann hat man zum Beispiel, das sind Dinge, die sind fast unglaublich, in Vladivostok im U-Boot-Werk ein Monocoque gebaut, was ebenfalls in diesem Fahrzeug eingesetzt wurde. Also man kann sagen, Mini-Formel 1 der Vergangenheit. Der Start ist wieder erfolgt, der Restart des Rennens. Und hier haben wir es jetzt auch auf dem Zeitmonitor noch mal korrigiert. 11 Minuten 40 Sekunden sind es noch und es geht erstmal weiter mit. Das ist Warm-up. Es ist nicht Warm-up, es ist Code 60 praktisch. Ein Fahrzeug ist schon wieder auf der Startaufstellung da stehen geblieben. Da drücken wir jetzt allen die Daumen, dass dieses Fahrzeug schnell, wenn es denn nicht mehr anspringen sollte, hier kommt aus von der Startaufstellung gezogen werden kann, damit der Restart dann auch wirklich freigegeben werden kann. Das ist die Startnummer 93. Peter Benz aus Zwickau, legendäre Startnummer, die 93, genau. Auch leider auch nicht mehr nicht unter mehr den Lebenden. Unter uns. Bernd Kasper, einer der sympathischsten Piloten, den es damals gegeben hat, auch durch einen Verkehrsunfall ums Leben gegangen. Schade. So wie Uli Melkus, genau, der heute, den wir heute in Gedanken natürlich ganz besonders auch haben, denn heute auf den Tag, Bernd, vor 27 Jahren. Genau, am Autobahnkreuz in Speyer mit seinem Fahrzeug hatte einen Reifenschaden und da er in einem Cabriolet saß und unter einen LKW geriet. Das war das Tragischste, was uns passieren konnte, denn ab diesem Zeitpunkt ging es doch ein wenig retour in Sachen Formelfahrzeuge bei uns. Und diese Entwicklung dieser MB stand ja für BMW damals und der Uli Melkus hatte ja zwei BMW-Motoren bekommen. Zwei 316er Einspritzmotoren, die in diesem Fahrzeug verbaut waren. Und Marc Sohrer war einer derjenigen, der das Ganze mit angeleiert hatte damals. Und das ist dann leider nicht mehr zustande gekommen. Und man hat dann in diesen in diesem Melkus-Wagen dann mit Volker bzw. mit Henrik Opitz und mit Nils Holger Wilms, da hat man dann andere Motoren erst einmal eingebaut. Man ist da eine ganze Weile mit VW-Motoren gefahren. So, und das Rennen ist freigegeben in diesem Moment wieder. Grüne Flagge ist geschwenkt. Jetzt wird Geschwindigkeit aufgenommen. Und normalerweise vor Start und Ziel darf dann eigentlich nicht überholt werden. Ja. Jetzt kommen die Boliden. Die Start und Ziel gerade des Sachsenring hinunter und
Nils Holger Wilms ist schon wieder vorn. Er war kurz dahinter. Er hat freigegeben, er hat den Platz überlassen gemacht, und sofort wieder überholt. Genau. Also Nils Holger Wilms lässt sich jetzt aber, so hatte ich den Eindruck, nochmal überholen. Oder war das jetzt ein echtes Ausbremsmanöver? Jetzt geht es richtig zur Sache hier. 9 Minuten noch Zeit für die Rennfahrer hier in diesem zweiten Heigo-Formelwagen-Rennen des Sachsenring-Wochenendes. Richtig Gas zu geben. Spitzengeschwindigkeiten 225, 230 etwa, die Boliden hier auf dem Sachsenring erreichen können. Ja, auch mit Rennstrecken mit etwas längeren Geraden, Orni, dann ist man hier durchaus mit ein paar km/h noch schneller unterwegs. Also unterschätzt mal diese Formelautos nicht. Spitze bis 260, habe ich mir sagen 260, lassen. 270 geht auf jeden Fall. Nur je nach Übersetzung. Auf dem eher etwas engmaschigeren Ring ist es nicht möglich, die 260 dann zu erreichen. Das ist der Streckencharakteristik entsprechend zugeordnet. Ja, du hast jetzt bei diesem Auto auch für diese Strecke eine ganz spezielle Getriebeübersetzung mit dabei. Und die ist natürlich dann so ausgelegt, dass es eben für diesen Sachsenring hier reicht. Toni Keutsch also vorn mit seinem Estonia im Moment vor Nils Holger Wilms, der ihm förmlich im Getriebe hängt und es wissen will. Auf Platz 3 zurzeit Jörg Keutsch, Falk Schwarze, Tobias Worm hat sich etwas nach vorn gearbeitet. Auch er hatte ja darauf spekuliert, dass er vielleicht noch den einen oder anderen Platz zurückerhält aufgrund dieser Geschichte mit den 60 Kilometern, während das Rennen neutralisiert war. Da gibt es Probleme für die Nummer 95. Das ist Tobias Worm. Von der Ideallinie abgekommen, so hat es den Eindruck. Ja. Jeanette Siegert, wir haben auch eine Frau im Feld, genau. Tochter. Auch eines der legendären Leipziger Rennfahrer. Heinz Siegert, einer der Leute, die ja im Endeffekt schon eine ganze Weile dabei waren. 1988 war er DDR-Meister mit den MT-77. Heinz, muss man wirklich ehrlich sagen, Respekt, absolut, ist ja noch vor ein, zwei Jahren selber hier mit diesem Auto unterwegs gewesen. Mit der Gesundheit ist es nicht ganz so gut. Aber er ist bei jedem Rennen mit dabei und seine Tochter, Friseurmeisterin von Beruf, die sitzt da im Auto und versucht ihr Bestes zu geben. Großartig, wieder auch im Hause Siegert diese Tradition aufrechterhalten wird. Heinz Siegert ist 1990 auch dann bei einem Formel-3-Rennen mit angetreten, die erste Chance, und ist damals auch gegen Michael Schumacher gefahren. Ja, das stimmt. Wir hatten 1990 insgesamt 3 Rennen im anderen Teil Deutschland, will ich mal ganz vorsichtig sagen. Das erste Mal in Hockenheim, da war Heinz Siegert dabei, wo Schumacher gewonnen hat. Dann waren wir Anfang Juni, da war das komplette Feld Leistungsklasse 1 und Leistungsklasse 2 auf dem Nürburgring, und zwar beim Jan-Wellen-Festival. Und das war für meine Begriffe eine Demonstration des Sportes vom allerfeinsten. Uli ist damals Zweiter geworden, Vogel hat gewonnen. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und da waren Ferraris dabei. Da war so ein kleiner, so ein kleiner Cup. Die haben sich alle nur für unsere Autos interessiert. Das war eine richtig, richtig tolle Sache. Ja, und eine Woche später war der tragische Unfall von Uli Melkus. Und es klingt immer wieder bitter, aber da war es dann erst einmal eine Weile vorbei mit dem Formel-Rennsport bei uns im Osten. Ohne Uli Melkus würden wir wahrscheinlich jetzt hier nicht so sitzen und diese Formelwagen-Serie übertragen können, denn er ist maßgeblich mit Wegbereiter, mit den MT-77, mit Hartmut Tassler zusammen gewesen. Aktueller Blick auf das Tableau. Toni Keutsch vorn, Nils Holger Wilms auf Platz 2, aber da hat sich doch schon ein gehöriger Abstand zwischen den beiden Führenden hier ergeben. 4,5 Minuten bleiben den Piloten noch und Pilotinnen, alles reinzuhauen. Und da kündigt sich offenbar ein technischer Defekt an.
hatten wir gerade kurz im Bild. Toni Keutsch vor Nils Holger Wilms und Jörg Keutsch. Ja, das war ja damals eine Gruppe, die sich gebildet hat von Fahrern, von Piloten, die dieses Auto entwickelt haben, weiterentwickelt haben. Der eine hat das Getriebe gemacht, Volker Worm zum Beispiel. Der war dafür verantwortlich für die Rahmen. Wir haben es ja heute schon im kleinen Vorspann gesehen bei euch beim MDR, was er da alles gebastelt und gebaut hat. Jeder hatte da irgendwie eine andere Geschichte. Zum Beispiel Henrik Opitz war für das Getriebe verantwortlich. In dem MT sind Getriebe drin vom Wartburg 311 und das Ganze verkehrt rum eingebaut. Funktionierte vom Feinsten. Man muss sich das so vorstellen, dass die Fahrer, die dann jeweils für die einzelnen Baugruppen untereinander sich eingeteilt haben, dass die tagsüber einer profunden arbeitlichen Berufung nachgegangen sind, dann abends, nachts in der Garage, im Keller, wo auch immer getüftelt haben. Bernd Kasper, weiß ich, war für die Motorsteuerung zum Beispiel zuständig. Man stelle sich vor, in der heutigen Zeit, auch wenn der Vergleich vielleicht nicht ganz fair ist und etwas hinkt, aber Sebastian Vettel würde tagsüber einem Beruf nachgehen, würde dann nachts an der Motorsteuerung schrauben und am Wochenende noch Formel 1 fahren. Und man muss jetzt wirklich eins dazu sagen, es gab bei dieser ganzen Entwicklungsphase keinerlei Konkurrenzdenken untereinander. Du wurdest erst im Endeffekt zum Kontrahenten auf der Strecke. Alle Vorbereitungen wurden gemeinsam durchgeführt. Toni Keutsch scheint, da sage ich noch mit aller Vorsicht, 2,5 Minuten vor Ablauf der noch verbleibenden Rennzeit, scheint dieses Rennen für sich entscheiden zu können, liegt auf jeden Fall jetzt hier mit 5,5 Sekunden in Führung, Vorsprung vor Nils Holger Wilms, der hier, wenn technisch an den Fahrzeugen an der Spitze auch alles so bleibt, da keine Malheure mehr passieren, offenbar nicht mehr eingreifen kann in den Kampf um den Sieg. 1,27er Zeiten gab es gerade für den Führenden. Für den Mann mit der Startnummer 13, für Toni Keutsch mit dem Estonia 25. Das war übrigens das letzte gebaute Modell, der 25er. Und das war mit Abstand, mit allen Abstand der absolut beste. Wir haben über die einzelnen Baugruppen, über die einzelnen Teile auch gesprochen schon. Aber speziell was den Estonia, auch den 25er betrifft, da hat die damalige Sowjetunion auch auf technische Unterstützung aus den westlichen Ländern offenbar zurückgreifen können? Da wurden zum Beispiel die Motoren in England gewartet bei Cosworth. Das ist bekannt. Das kam natürlich nach der Wende alles raus, das ist klar. Und es gab auch die ganze anderen Geschichten, ob das Öl war, ob das Sprit war. Das waren also alles dann auch westliche Fabrikate. Dämpfer, ganz wichtig. Also die haben da im Endeffekt sich überhaupt keinen Kopf gemacht. Da stand sogar an den Reifen dran, wir sind ganz vorschriftsmäßig mit den Barum-Reifen unterwegs gewesen. Und da stand ganz groß was anderes dran, nämlich was aus dem westlichen Ausland kam sozusagen. Also keine Überraschung, dass in der damaligen Zeit der eine oder andere nicht so glücklich darüber war, was da so alles abging. Man muss noch dazu sagen, dass die Fahrer, das waren alles Armeesportler, die waren in Deutschland stationiert bei der Armee und die waren Profis. Die haben nichts anderes gemacht als Rennwagen fahren. Und das war eine eingeschworene Gemeinschaft. Die kamen mit dem Satteltransport an, unten die Laders, die Tourenwagen und oben die Formelwagen. Die letzten Sekunden laufen in diesem Heigo Formelwagen-Rennen, dem zweiten an diesem Wochenende zum 90-jährigen Jubiläum des Sachsenrings bei der ADAC Sachsenring Classic. Und in diesem Moment ist die Zeit um und Toni Keutsch wird dieses Rennen gewinnen. Wenn er über Start und Ziel ist, dann ist er durch. Nils Holger Wilms auf dem sicheren zweiten Platz. Jörg Keutsch auf Platz 3. Also 2 Estonia 25 und der M90 von Uli Melkus, gefahren von Nils Holger Wilms auf dem zweiten Platz auf dem Podest am heutigen Nachmittag.
Ja, wir hätten uns das Rennen natürlich etwas anders vorgestellt, aber wie gesagt, es ist Racing, keine Frage. Und die Jungs haben hier ihr allerbestes gegeben. Und natürlich das Mädel, das sollen wir dann nicht unter den Schatten stellen, die Jeanette Siegert, die Leipzigerin. Eine Frage vielleicht noch, Bernd, zu den Reifen. Du hattest gerade die Reifen angesprochen, warum damals? Ja. Auch, ich denke, in der heutigen Motorsportzeit nicht vorstellbar oder kaum vorstellbar, diese Reifen, die hat man nicht alle 15 Runden, alle 20 Runden gewechselt, einen weicheren oder einen härteren, nein. Wie lange haben die teilweise halten müssen? Du, die haben teilweise die halbe Saison gehalten. Die Dinger waren hart wie Stahl, ich muss das wirklich mal so sagen. Deswegen war es das immer ein Teil, was bei den russischen Estonias war. Die kamen da mit irgendwelchen anderen Dingern an, fuhren im Training schon was anderes, fuhren im Rennen wieder was anderes. Das war nicht möglich, denn man bekam diese Reifen durch den ADMV damals zugeteilt. Du konntest also nicht einfach in den Laden gehen und sagen, ich brauche jetzt einen Satz Slick-Reifen. Da haben die dich ausgelassen und sagen, was ist denn das? Entsprechend gering war auch der Grip, die Haftung auf der Rennstrecke. Das kann sich so mancher moderne Rennfahrer der heutigen Zeit gar nicht mehr vorstellen. Wunderschöne Bilder jetzt des Siegers. Toni Kreutsch hier in der Zeitlupe, wie er seine Runden auf dem Sachsenring gedreht hat. Hier nochmal die Zieleinfahrt. Links, rechts, zack, zack. Da wird nochmal richtig am Lenkrad gezackt. Da wird das Zeichen auch rüber an die Boxenmauer entsprechend gegeben. Und wir haben den Gewinner. Das heißt, Renny Kindermann hat ihn. Bitte schön. Ja, wir sind sogar quasi dabei. Wann soll ich ein bisschen schieben helfen? So, Vorsicht, da rein. Und zack, ist das in der Boxengasse eingeparkt. Hier kümmert sich der Fahrer noch selber. Herzlichen Glückwunsch. In aller Ruhe erstmal durchatmen und den Helm abmachen, selbstverständlich. Vorsicht, hinter Ihnen kommt das nächste Auto. Jawohl, Helm rein, Sicherheit ab. Alter Schwede, jetzt aber einmal tief durchgeatmet. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn heute wieder. Was hat am Ende den Ausschlag gegeben, dass Sie da heute der Sieger wieder der Strahlende sind? Ja, wir hatten eigentlich das ganze Wochenende schon das bessere Auto wie Nils. Und ja, Start war nicht so gut. Was war denn los? Ja, bin nicht gut weggekommen. Aber dann, ja, mit der Zeit lief es dann besser. Und ja, die Rundzeiten, denke ich mal, waren noch ein Stück schneller wie bei Nils. Und deswegen hat es dann noch gemerkt. Ja, und wir haben Peter damit, denke ich mal, geschont, dass das noch ein bisschen weiter hält. Was ist denn jetzt mit dem Auto? Muss es ja alles komplett auseinandergenommen werden oder kann der das nächste Rennen so angehen? Naja, das nächste Rennen ist jetzt in 3 Wochen Ausschussleben und ja, wird schon ein bisschen was auseinandergebaut. Aber komplett werde ich nicht ganz schaffen. Okay, machen Sie alles selber oder wo ist denn Ihr Team eigentlich? Ich sehe gar niemanden. Ja, die sind noch drüben, die brauchen noch eine Weile länger wie mir. Genau. Okay, dann wünschen wir Ihnen heute viel Spaß beim Feiern. Hier wollen die Ersten wahrscheinlich auch schon gratulieren. Viel Freude und Dankeschön für ein spannendes Rennen, was wir uns heute geliefert haben. Also hier aus der Gewinnerbox rüber wieder auf die Terrasse in die Sonne zu Almut Rudl. Vielen Dank. Ja, Gratulation dem Sieger Toni Kreutsch. Ja, das ist ja allerhand, was den Zuschauern heute hier geboten wird am Sachsenring und natürlich damit auch hier bei uns in der Sendung. Dirk Heidolf, wie oft haben Sie das selbst erlebt, so eine Situation, Rennabbruch? Ja, also Rennabbrüche gehören natürlich ganz klar mit zum Tagesgeschäft im Motorrad und im Autosport mit dazu. Es wurde schon vor uns von Bernd Volk ganz klar rübergebracht. Das ist einfach ein Sicherheitsaspekt. Das heißt, wenn Autos auf der Strecke sind oder in der Gefahrenzone, was man jetzt hier noch sieht, das ist ja ultra gefährlich. Die Autos kommen gerade noch so vorbei. Ja. Und Hauptaugenmerk ist natürlich immer die Sicherheit für die Rennfahrer und natürlich aber auch für den Bergetrupp. Was hat man vor uns noch mitgesehen? Das dauert länger, wenn 2 Autos da auf der Strecke sind und da muss einfach rot gesetzt werden, damit wirklich die Sicherheit dafür da ist für die Fahrer und natürlich für die Streckenposten oder für die Helfer, die eben dann die Unfallstelle beräumen müssen. Kann das auch mal passieren, dass es einer der Fahrer dann doch nicht mitkriegt? Ja und nein, also mitkriegt, was heißt, der Fahrer sitzt ja im Auto drin, wenn es natürlich ganz brenzlig ist, Fahrer bleibt natürlich drin sitzen und wenn natürlich ein anderer Fahrer die Situation übersieht oder da eben zu gefährlich rankommt und dann nicht mehr ausweichen kann, da können natürlich die schwersten Unfälle passieren, selbst beim Bergetrupp. Ne? Das heißt, wir bewegen uns mit dem Automobil auf normale Menschen drauf zu, die ihren Job machen, deswegen ganz klare, richtige Entscheidung, rot zu sitzen. Mhm. Und wenn jeder 60 fahren sollte, dann müssten ja die Abstände immer gleich bleiben. Aber es ist nicht immer so. Wie hätten Sie reagiert? Ja, ganz klar. Also wie gesagt, ich habe das jetzt... Die 60 fahren, ja, genau, noch mal zu sehen. Das ist, genau, Code 60 heißt, jeder Fahrer muss 60 km/h fahren, darf sich aber
auf der Rennstrecke auch auf dem kürzesten Weg bewegen. Das heißt, wir haben die gleiche Situation in Asien gehabt, wo wir jetzt waren. Wir sind da in einem Autorennen, in einem Audi Cup gefahren, hatten auch Code 60. Das heißt, jedes Auto darf 60 km/h fahren, Tempomat reingemacht. Und wir haben zu unserem Fahrer gesagt, 60 heißt, bitte fahr den kürzesten Weg. Das heißt, wenn ich natürlich auf den kürzesten Weg auf der Rennstrecke wähle, kann das zwischen 50 und 100 oder sogar manchmal mehr wie 100 Meter kann das sein. Und wenn Code 60 drei, vier Runden dauert, dann geht man natürlich dem Verfolger oder dem Vordermann, der vor einem gefahren ist, kommt man näher oder geht natürlich weg. Und dann läuft man natürlich in Gefahr, dass der Hintermann oder Vordermann natürlich versucht zu beschleunigen, was dann bei uns eigentlich eine Durchfahrtsstrafe in die Boxengasse bedeutet. Aha. Also wie gesagt, man muss das so ein kleines bisschen schon ab und zu mit ins Regelwerk legen. Aber ich glaube, hier muss man auch dann sagen, das sind vorsichtig ausgedrückt doch Fahrer, die jetzt nicht um eine Weltmeisterschaft oder um sage ich mal, sehr hohe Preisgelder fahren. Deswegen hat man gesehen, die sind sehr diszipliniert, sind alle wirklich hintereinander gefahren. Und das war wirklich toll anzusehen, dass man selbst beim Restart, dass nicht der Erste dann irgendwie die anderen ausblockiert oder versucht, da taktische Spielchen zu machen, sondern dass alle über die gleiche oder fast mit dem gleichen Abstand über die Start-Ziellinie gefahren sind. Aber bei den hochbezahlten Fahrern gibt es ja auch solche Geschichten, oder? Erzählen Sie mal. Also, ja, wir haben da ja gerade so eine Situation, oder es ist ja jedem bekannt, stand ja in der Presse. Oder okay, dann gehen wir jetzt erstmal zu René. Ich höre, es gibt Neuigkeiten. Genau, wir sind hier beim Vater Worm. Sie kommen gerade von der Rennstrecke hier aus dem Tunnel und sind ganz schön auf 180. Was haben Sie denn jetzt vor als nächstes? Ja, in der ersten Runde oder nach der ersten Runde war Tobias auf dem dritten Platz, ungefähr 10 Meter hinter dem Holger Nils, also durchaus mit Chancen auf dem zweiten. Dann kam diese 60 km/h-Phase und in dieser 60 km/h-Phase ist Tobias noch von 4 Fahrzeugen überholt worden, die sich dann am Restart vor ihn gestellt haben. Und er ist dann Sechster geworden. Und das bedeutet im Prinzip, er ist durch das Fehlverhalten der Fahrer und durch die Nichtaufmerksamkeit der Rennleitung um sein Podestblatt betrogen worden. Und da mache ich jetzt ganz offiziell einen Protest. Das heißt, ich schreibe jetzt einen schriftlichen Protest. Tobias unterschreibt, lege 500 Euro Protestgebühr auf den Tisch und dann werden wir sehen, was rauskommt. Gab es das schon mal? Haben Sie das schon mal gemacht in der Geschichte, Heiko? In Serie ist sowas noch nicht gemacht worden, aber das ist ganz normal. Wir kriegen jeden Monat eine Zeitschrift von der Obersten Nationalen Motorsportbehörde, also vom Deutschen Motorsportverband. Da stehen ständig solche Proteste und Berufungen und Gerichtsurteile und sowas drin. Aber das ist schon was, wo es Ihnen ganz schön an die Nieren geht, oder, heute? Ja, weil wir geben auch Geld aus, nicht so viel wie in der Formel 1, gehen eine Million. Aber für uns sind 10.000 Euro ohne ganze Menge Schrott. Und da lassen wir uns nicht um die Chancen bringen. Wir drücken Ihnen die Daumen für den Protest. Wäre schön, wenn es klappen würde in dem Fall. Dankeschön. Dankeschön, tschüss. Puh, also Bargeld sollte man auch immer dabei haben. Dirk Heidolf, ist das verständlich? Der Protest. Ja, natürlich hat man schon gesehen, dass der junge Herr etwas erhitzt war. Ich denke, er muss jetzt mal den Protest dann schreiben, von seinem Sohn unterschreiben lassen, abgeben und dann wirklich nochmal runterkommen. So ein kleines bisschen, sag ich mal, von den Emotionen. Aber ich glaube, die Chancen stehen relativ gut, dass eigentlich sein Protest stattgegeben wird. Weil das Regelwerk sagt ganz klar, Code 60 heißt Überholverbot. Wenn das jetzt, wenn ihn jemand überholt haben soll, was ja wirklich nachweislich ist, das kann man dann natürlich auch aus den ganzen Kameras dann entnehmen, die auf der Rennstrecke sind, dann muss es entweder so sein, dass beim Restart die Piloten sich zurückfallen lassen, ihnen die Chance geben oder ihn überholen lassen oder mit einer Durchfahrtsstrafe Drive-Thru oder eben dann, wenn es nicht gemacht wird, natürlich mit dem Protest rechnen müssen. Theoretisch, also ich sage, das ist eine heiße Kiste. Ich glaube, seinem Protest müsste stattgegeben werden, laut dem Regelwerk. Wie schnell wird der Protest dann bearbeitet? Wie ist da das Regelwerk? Es ist ja ganz klar festgelegt, es gibt nur eine halbe Stunde Protestzeit. Also heißt, innerhalb von einer halben Stunde muss ich meinen Protest vorbereitet haben, abgeben bei der Rennleitung. Das haben wir dann noch in der Sendung? Mhm. Das müsste theoretisch in der Sendung sein. Ja. Ja, dann muss ich natürlich die Gebühr hinterlegen, weil wenn ich Protest mache, muss ich Bargeld mitnehmen. Also ich muss eine Protestgebühr entrichten an die Sportkommission oder zumindest an ich sage jetzt mal, zur Rennleitung. Und dem muss natürlich dann entweder hier eine Entscheidung getroffen werden. Die Entscheidung kann dann sogar nochmal angefochten werden. Dann geht es eben vor dieses sogenannte Sportgericht, was er vor uns gerade im Interview kurz erwähnt hatte. Aber ich glaube, die Leute, die hier sind, die werden eine ordentliche Entscheidung treffen, womit natürlich jeder leben kann. Ja, okay. Aber Sie wollten vorhin noch eine Geschichte zu Ende erzählen, wie das im hochbezahlten Rennsport auch passiert. Ja, also ich glaube, das hat ja nur jeder Motorsport-Fan hat das gelesen. Matthias Ekström ist eigentlich das beste Beispiel, was es jetzt gerade gab.
auch in so einer Code-60-Phase, dass er natürlich den kürzesten Weg gewählt hat auf der Rennstrecke und hat halt unglaublich viel Rückstand auf seinen Vordermann gut gemacht, wo eben dann sich jeder so halb ein kleines bisschen besperrt hat. Gibt es jetzt nach wie vor auch noch Gerichtsurteile oder da wird halt nach wie vor noch verhandelt, wie das weitergehen soll, rein vom Reglementswerk, so wie ich das jetzt lese. So habe ich das natürlich auch unseren Fahrern jetzt in Asien mitgeteilt gehabt. Code 60, kürzesten Weg auf der Rennstrecke und dann wieder Feuer, wenn es losgeht. Ich höre, es gibt weitere Neuigkeiten. Noch einmal zu René Kindermann, bitte. Genau, ich bin hier an Start und Ziel mit dem Rennleiter verabredet. Jetzt kommen die nächsten Autos schon wieder zu uns gefahren, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis es gestartet wird. Warum denn? Wir haben beim vorhergehenden Ölverlust gehabt, ein Fahrzeug, und haben das entdeckt unterwegs. Und wir müssen jetzt untersuchen, wie wir die schnell wegbekommen, die Ölspur, damit wir hier planmäßig hier starten können. Wir bemühen uns darum. Aber noch ist alles im Zeitplan, oder? Noch drauf. Ich muss jetzt erst mal schauen. Jetzt kommt alle Minuten neue Meldung rein. Alles klar, wir müssen die ganze Dinge aufhalten. Der Funk geht schon wieder, aber wir können uns einmal umdrehen. Da können wir schon mal so ein bisschen den Blick reinwerfen. Jetzt in die Heigo-Klasse. Hier kommt dann gleich der Mann, der am schnellsten unterwegs war. Gehen wir in die Mitte rein, damit wir niemanden belästigen. Also, das sind jetzt die Heigo-Autos der Klasse Tourenwagen. Also, die ein bisschen näher dran sind quasi an den ursprünglichen Autos. Und da zum Beispiel sehen wir einen Lada, der da angestellt ist. Hier vorne haben wir einen, müssen wir noch nachfragen, fragen wir mal nach. Was ist das für ein, Auto, an dem Sie hier, was ist für ein Auto, in dem Sie sitzen? Das ist ein Skoda 130 RS. Und ist der, wie originalgetreu ist der denn eigentlich noch? Es ist ein ehemaliges Trainingsauto aus Tschechien. Also der ist kein hundertprozentig originaler, sondern der wurde für die Swarzam, das ist ähnlich wie der ADMV in der DDR, als Trainingsauto 1981 gebaut für die Sportler. Und wie viel Zeit investieren Sie denn in dieses Auto? Ich vermute mal, das wird ja so sein, dass Sie alles alleine machen, oder? Naja, wir haben da ein eingeschworenes Team und es ist schon recht viel Zeit. Also die Frau muss manchmal leiden. Das glaube ich Ihnen. Wenn man hier reinschaut, ist ja ein Schaltgetriebe, ne? Ja, ja, genau. Alles klar. Also dann vielen Dank, dass wir kurz noch reinschauen können. Ja, ich soll weggehen, ist klar. Wir müssen ja ein bisschen aufpassen. Es gibt eine Startverzögerung. Also hier sind alle bereit. Jetzt müssen wir mal gucken, Almut, dass wir das Öl von der Rennstrecke runterkriegen. Ja, erst mal runter mit dem Öl. Das kann wie lange dauern, Dirk? Das ist eine gute Frage. Das kommt einfach darauf an, an welcher Position das ist, wie viele Ölflecken sind, wie groß ist jetzt eigentlich der Flüssigkeitsverlust. Ist es nur Öl? Ist es Wasser und Öl? Sind es noch andere Bindemittel oder irgendwelche anderen Sachen, die ausgelaufen sind, Bremsflüssigkeit und, und? Ich glaube, die Funktionäre oder zumindest das Reinigungspersonal das wird jetzt... Reinigungsauto gerade genau. Zugange. Das sieht man ganz gut. Die werden natürlich jetzt relativ schnell versuchen, das wegzukriegen und werden Riedl einer der besten Automobilrennleiter, das muss man wirklich sagen. Denke ich, hat die Situation voll im Griff und wird dann erst freigeben, die Strecke, wenn er sich wirklich vergewissert hat, dass das alles okay ist. Und das sollte eigentlich relativ schnell gehen. Okay, super. Wir nutzen die Zeit, um zu überbrücken zu den Seitenwagen. Seitenwagen sind Sie nie gefahren, oder? Nein, leider nicht, das muss ich sagen. Also ich bin leider noch nicht im Seitenwagen mitgefahren oder auch selber gefahren, weil ich glaube, das muss eine Kombination sein, die wirklich passt. Ja, ich fand das faszinierend. Ich habe das heute Vormittag hier gesehen und war begeistert, Renngespanne. Faszinierend von jeher, das Motorsportpublikum schon beim ersten Rennen auf der Strecke gab es 140.000 Zuschauer, die die tollkühnen Piloten und ihre Co-Piloten bewundert haben. Und eine Faszination, der sich später auch einer der bekannten Rennfahrer der DDR nicht entziehen konnte. Ihn für seine draufgängerische Fahrweise. Wendler wird viermal DDR-Meister. Was die meisten nicht wissen, seine heimliche Liebe gehört schon damals den Rennen. Das Faszinierende ist eigentlich, dass es ein Team ist. Das Gespann, das muss eigentlich 100% funktionieren. Weil wenn der Gespannfahrer selber schon gut ist und er hat keinen gescheiten Beifahrer drin sitzen, dann kann der gar nicht machen. Dann fliegt er genauso von der Strecke, als wenn er gar nicht drin sitzen hätte. 55 Jahre nach seinem ersten Sachsenring-Besuch hat er einen großen Wunsch. Zum 60. Geburtstag braucht er keine Geschenke machen. Nur für drei Räder braucht er hier eine Geldspende zu nehmen. Und da habe ich dann davon das Gespann gekauft. Noch immer eine Reha. Zum Sachsenring kommt er diesmal nur als Zuschauer. Doch irgendwann sagt...
Bei den Voraussetzungen und dem Material kein Wunder. Ich könnte mir das lebhaft vorstellen. Und vielleicht haben wir jetzt Dirk doch überzeugt. Na, wäre es nicht doch was? Jetzt okay. So auf die reifere Zeit, dann mal einen Versuch im Seitenwagen. Ja, der Frank hat es ja angesprochen. Also das muss wirklich ein Team sein. Vielleicht gehe ich mal Frank drauf zu, dass wir sagen, okay, wir spannen uns mal zusammen. Ich komme jetzt auch langsam ins Alter. Frank hat gesagt, er möchte unbedingt wieder mal gerne mal fahren. Und wenn wir dann gut zusammenspannen, dann können wir mal drüber reden, ob wir das machen. Ja. Okay, wir nehmen Sie beim Wort. Und weiter geht's zu René Kindermann, bitte. Startaufstellung, Heigo-Klasse, Tourenwagen und der Mann, der gestern am schnellsten unterwegs war und heute von der Pole-Position aus ins Rennen gehen wird. Herr Steinmann, einen schönen guten Tag. Ganz kurz noch, was ist denn das Besondere daran, dass Sie jetzt hier vorne stehen? Sie waren der Schnellste gestern, warum? Hier passt einfach das Paket irgendwie, Reifen, Technik und mir macht das einfach Spaß hier und scheint zu passen. Ist ein anspruchsvoller Kurs, mögen Sie so Kurse, wo es doch immer wieder scharf in die Kurven reingeht? Ich mag das, ein bisschen Fahrerstrecke. Sie haben gerade von Ihrer Frau noch ein Küsschen auf den Helm bekommen, ist wichtig, oder? Ist wichtig, ja. Sie muss dazu stehen. Sonst wird es kompliziert. Wie groß ist denn Ihr Team, mit dem Sie unterwegs sind, nur Sie und Ihre Frau? Nee, wir haben noch zwei Mechaniker bei drei. Also ein bisschen familiär, alles easy, schick. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, jetzt leider auf der Strecke. Drücke in die Daumen, dass das gut geht und dass Sie auf der Strecke bleiben und nicht neben die Strecke müssen. Dankeschön. So, ich mache die Tür zu. Unsere Tür zuzumachen? Tür zumachen, jawohl. Das gehört damit dazu. Und damit würde ich sagen, Ronny Maywald, bitte melden Sie sich. Jetzt gibt es die zweite Entscheidung in der Heigo-Klasse. Die Tourenwagen stehen bereit und wollen losgelassen werden. Hier sind wir wieder in der Kommentatorenkabine. Danke, René, für diese Gespräche da aus der Startaufstellung. Und Bernd Fulk, unser profunder Kenner der Ostformel-Ost-Tourenwagen-Szene, wird auch mit mir gemeinsam für Sie dieses Rennen, was wir in wenigen Augenblicken erwarten, von den Heigo-Tourenwagen hier mit kommentieren. Bernd, die Startaufstellung, wir können ja schon mal draufschauen in wenigen Augenblicken. Wo wir gerade sehen, der Ölwagen, genau, der Ölwagen begibt sich gerade von der Strecke. Das heißt, Bernd, es ist alles okay und jetzt beginnt die Rush-Hour. Hat wunderbar funktioniert. Also wenn man dieses Fahrzeug mit bei dem Renneinsatz hat, dann geht das ruckzuck. Dann brauchst du weder einen Besen noch irgendwelche Kehreinrichtungen. Das ist eine ganz, ganz tolle Einrichtung, die es hier gibt. Und man hat gesehen, in der Kürze der Zeit die Strecke wieder so herzurichten, ein absolutes Lob, Respekt. Ja, wir haben die Starterstellung. Der Schnellste des gestrigen Tages, der das Rennen gewonnen hat, das war die 51, das war Guido Steinmann. Das war der Lada, den wir hier gesehen haben gerade. 21.05er Lada, ja. Steht vorn auf der rechten Seite mit Rot der Farbe da, deutlich zu erkennen. Und ja. Neben ihm in der ersten Startreihe Jens Vogt mit einem Skoda RS 130. Der Vorstart ist freigegeben. Wollen wir mal kurz reinhören in die wunderbare Atmosphäre. Sie einfach mal kurz stehen lassen, die Motoren. Einer kommt nicht drinnen. Weg. Ein Fahrzeug da hinten wieder stehen geblieben. Ganz am Ende der Startaufstellung. Tja, das ist natürlich schade, wie gesagt. Mike Thomas dürfte das gewesen sein aus der Radeburg. Musste am gestrigen Tag, Bonnie, aus der Startaufstellung auch rausgeschoben werden. Auch da gab es schon ein technisches Problem, konnte das Rennen also auch nicht aufnehmen. Und das wäre natürlich jammer schade, wenn sich das Gleiche heute nochmal hier bewahrheiten würde. Jetzt wird versucht, da am Ende der Startaufstellung das Fahrzeug anzuschieben, aber ich sehe, es ist ein Lada, es ist kein Skoda, nee. Also kann es nicht Mike Thomas gewesen sein. Genau. Es ist die Nummer 66. René Barth aus Bestensee mit seinem Lada Samara. Ja. Also wie gesagt, gestern war es, Thomas, der hier mit seinem wunderschön hergerichteten Skoda 130 RS leider ein Problem hatte. Und wie gesagt, in der ersten Startreihe ein weiterer tschechischer Skoda. Also die 181 mit Jens Vogt. Und dieser Skoda, dieser 130er RS, das war bei den Ostrennen damals eine regelrechte Granate. Das war eigentlich der einzige unter den Fahrzeugen, der dem damaligen Zastava, nämlich mit der Startnummer 88 Peter Mücke unterwegs, doch Paroli bieten konnte.
diese tschechischen Skodas, die ja auch dann in der Europameisterschaft eingesetzt wurden, solche Leute dabei gewesen wie Zdeněk Vojtěch, also Leute mit Rang und Namen aus dem Nachbarland, die wirklich in Sachen Motorsport super dabei waren. Dann schauen wir weiter in die Startaufstellung in der zweiten Startreihe. Auf dem dritten Platz, das ist Rocco Berger aus Potsdam mit einem Lada Samara, Baujahr 88. Direkt neben ihm wird Kai-Uwe Rosner aus Gera mit einem 2105er Lada an den Start gehen. Und Bernd, du hast es gerade angesprochen, Zastava, ein Zauberwort, dieser 1300 Kubikzentimeter Formel. Der erste Zastava, den finden wir in der Startaufstellung in der dritten Reihe. Heute hier mit Uwe Hahn mit der Nummer 33. Ja, und hier muss ich allerdings sagen, dass unser Wunder Zastava hier in der Heiko leider nicht zum Einsatz kommt. Die Startnummer 88, die steht bei einem Sammler irgendwo bei Cottbus und wird nicht eingesetzt. Das ist jammerschade, denn das ist ein Auto, damals getuned von Peter Mücke, was wirklich in Sachen Racing sensationell war. Die Boliden, die Tourenwagen nehmen ihre Plätze ein in der Startaufstellung. Und dann wird es in wenigen Minuten losgehen. In wenigen Augenblicken. Wer gewinnt das Rennen, den Sprint zur ersten Kurve? Udo Steinmann auf dem Lada oder Jens Vogt im Skoda? Oder vielleicht aus den hinteren Reihen eines der Fahrzeuge, die in lauer Position sind. 16.32 Uhr und 37 Sekunden. Die Gaspedale werden durchgetreten. Der Start ist freigegeben. Steinmann kam durchschnittlich weg, hatte ich den Eindruck. Ja, nicht so besonders. Und in Führung geht Jens Vogt im Skoda, wenn er nicht noch innen da ausgebremst wird. Nein, er behauptet die erste Kurve. Jens Vogt im Skoda. Es ist dicht bei dicht. Steinmann direkt dahinter. Praktisch schon in der Stoßstange. Und während die ersten Kurven hier vollzogen werden von den Fahrern, schauen wir mal mit einem halben Auge auch aus dem Fenster hier direkt auf die Startaufstellung. Ja, wieder Mike Thomas. Und es ist wieder Mike Thomas, den es erwischt hat, Bernd. Ja. Wieder Mike Thomas, der ja hier mit der Startnummer 86 unterwegs ist. Der Mann aus Radeburg mit einem Skoda Favorit 135L, 1300 Kubikzentimeter. Wie gesagt, dieses Fahrzeug aus dem Jahre 1989, also das dann später eingesetzt wurde bei den Läufen für Frieden und Freundschaft. So, der nächste frühes Aus für Mike Thomas. Schade. Wurde gerade in die Boxengasse zurückgeschoben. Und hier der Kampf um die Spitze. Steinmann taucht nach innen. Und ich denke, er hat die Kurve für sich bekommen auf der Bremse. Und Vogt im Skoda da ausgebremst, noch vor Beendigung der ersten Runde. Und so ist es auch. Steinmann kommt über Start und Ziel, hat die Führung übernommen. Vogt dahinter und dann der Zastava von Uwe Hahn bereits auf Platz 3, der aus der fünften Position, also aus der dritten Reihe gestartet ist. Zwei Positionen hier am Beginn des Rennens gut gemacht. Auch hier läuft die Zeit, 20 Minuten rückwärts. Und davon haben wir jetzt 2 Minuten und 20 absolviert. Ja, Rolli, der Zastava, den gibt es ja seit dem Jahre 1977 im Rennsport bei uns hier. Damals getuned von Peter Mücke. Das Ding wiegt nur 700 Kilogramm. Und das Wichtigste ist, dieser Zastava hat damals nur 1100 Kubikzentimeter gehabt, die anderen hatten alle 1300. So, und da ist das passiert, das, was Volker Wurm erst gemacht hat, denn da gab es viele, viele Scheine und viele, viele Zettel von irgendwelchen Fahrern, die dann gegen dieses Auto Protest eingelegt haben, weil der immer von weg war. Aber man hat immer festgestellt,
war alles soweit okay, war alles in Ordnung. 1100 Kubikzentimeter und ein Vierganggetriebe war da drin. Dreher da von einem der Rennfahrer. Ganz kurz hatte ich den Eindruck, im Bild zu sehen gewesen, nur ganz kurz. Warum war ein Renngefährt, ein Zastava, mit 200 Kubik weniger als die 1300er Lada solch ein gutes Rennen gerannt? Ja, der war erstmal extrem leicht, das ist erstmal wichtig, hat ein super gutes Fahrwerk gehabt. Und das Auto, was Peter Mücke da gefahren hat, es war das einzige im Feld. Der einzige Zastava über Jahre hinaus. Dann kam wenig später der Werner Liebers mit dazu. Ich höre, wir geben kurz runter in die Startaufstellung, nicht mehr in die Boxengasse, jetzt wieder zu René Kindermann. Er hat die Frau des Führenden, Guido Steinmann. Ja, im Prinzip die wichtigste Person im gesamten Team, muss man sagen. Frau Steinmann, das läuft ja wieder hervorragend für einen Mann, aber der Start war ganz schön verkrützt. Ja, starten ist nicht so sein Ding, das kann er nicht so, aber fahren klappt immer super. Ja, der wird schon wieder einen riesen Vorsprung. Warum eigentlich stehen Sie hier in der Boxengasse? Sie könnten auf der Tribüne auch sitzen und ein bisschen von oben gucken. Sehen Sie ein bisschen mehr? Ah, es ist 30 Grad und der Planet brennt, aber ich gucke mir kein Rennen von Guido von oben an, weil das erste Rennen, wo ich live dabei war, da ist er gleich ins Kiesbett und das war nicht so angenehm. Und seitdem habe ich mir geschworen, gucke ich mir kein Rennen live an. Wird denn die Technik halten? Ist ja immer so eine Frage bei den heißen Temperaturen. Heute auf jeden Fall ja. Dann haben wir gerade das Interview geführt mit derjenigen, die heute den Siegerkuss verteilen darf. Frau Steinmann, vielen Dank. Sehr gerne. Danke, René. Die wichtigste Frau, hat ja. Er gesagt, die Teamchefin, könnte man modern übersetzen. Bernd, da ist die Aufregung entsprechend auch natürlich bei allen, die die Fahrer unterstützen, in den Familien, in den Teams entsprechend groß. Ne? Das ist richtig. Ja, wie war es damals in dieser Zeit? Du konntest nicht einfach in den Laden gehen und sagen, ich brauche jetzt einen Tourenwagen. Kauf mir plötzlich einen Lader. Du brauchtest natürlich eine Anmeldung für so ein Auto, das ist bekannt. Aber der größte Teil aller Tourenwagen, die damals zum Einsatz kommen, Ronny, waren Autos, die Unfallwagen waren. Die hast du gekriegt, du brauchtest da keine Papiere mehr im Endeffekt. Und die haben die Kollegen wieder aufgebaut, haben alles rausgemacht, was an Gewicht überflüssig war, haben den Überrollkäfig eingebaut und haben das Auto so leicht wie möglich gemacht und sind dann im Endeffekt in diese Szene eingestiegen. Wir reden von Unfallwagen aus dem normalen Straßenverkehr. Ganz normal. Aus dem ganz normalen Straßenverkehr Unfallwagen, denn du bist ja nicht in, wie gesagt, du konntest nicht zum IFA-Vertrieb gehen und sagen, ich möchte gerne ab nächste Woche Tourenwagen fahren und brauche ein neues Auto. Der hat da nicht ausgelacht. Bei Autobestellzeiten von 10 oder noch mehr Jahren. Und das sollte man mal unbedingt erzählen, weil das eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist. Und unsere Rennfahrer waren damals scharf, selbst nach Motoren, die aus Unfallwagen stammten, die man wieder hergerichtet hat. Wie war hier die Aufgabenverteilung? Wir haben ja vorhin bei den Formelwagen darüber gesprochen, wie war die Aufgabenverteilung? Gab es das auch untereinander? Nee. Eine Art Teamwork, der eine kümmert sich mehr um die Bauelemente, der andere um die? War ganz anders. Jeder war eigentlich, möchte ich mal sagen, fast auf sich alleine gestellt. Also so wie das bei der ganzen Melkos-Truppe war, war das hier bei den Tourenwagen nicht. Da gab es ein, zwei Mann, die miteinander gut konnten. Aber ansonsten hat jeder sein Brei für sich gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war ein knallharter Konkurrenzkampf hier in dieser Szene. Wie gesagt, ganz vorn immer der Zastava mit dabei. Dann gab es solche Fahrer wie Isensee, wie Schachtschneider, Leute, die in der Szene bekannt gewesen sind. Und die taucht man immer mit Neuerungen auf. Denn hier war es relativ einfach, eine gewisse Tuning zu machen. Es gab dann auch Mitte der 80er Jahre eine andere Klasseneinteilung. Du konntest also hier riesengroße Kotflügel dran bauen. Das ist alles weggefallen. Man hat das dann also alles serienmäßig oder seriennah gemacht. Die Optik des Autos musste genauso aussehen wie das Originalauto. Steinmann vor Vogt und Hahn. Das ist die Reihenfolge. Guido Steinmann, der Belitzer, hat hier bereits einen beachtlichen Vorsprung von knapp 6 Sekunden in diesem Rennen rausgefahren. Aber wir haben im Moment auf den ersten 3 Rängen die Fabrikatsvielfalt, die diese Klasse hergibt. Also ein Lada 2105 vor einem Skoda 130 RS und einem Zastava. Ich möchte auf einen Fahrer zu sprechen kommen,
Bernd, der hier in diesem Feld der Einzige ist, ja, der damals auch wirklich schon am Start war. Aber wir schauen hier kurz noch, da ist ein technischer Defekt. Hier gehen wir davon aus. Im Bild gewesen, das ist kein normaler Boxenstopp. Ja. Nee, das Werner Liebers ist das Stichwort. Ja, Werner Liebers, ich möchte das wirklich mal ganz deutlich unterstreichen. Heute 72 Jahre jung und ist hier im Endeffekt noch dabei, war in der 8. Startposition mit unterwegs hier. Und der Werner Liebers hat 1963 im Endeffekt seine motorsportliche Karriere begonnen mit einer MZ in der Ausweisklasse. Dann war da nichts mehr. Dann hat er gesagt, okay, wir versuchen es mit dem Renntrabant und ist dann mit einem Assmann-Trabant unterwegs gewesen. Bevor er dann auf den Zastava gestiegen ist, war immerhin 1983 Vierter in der damaligen DDR-Meisterschaft und hat sich danach aber vom Zastava wieder getrennt. Und Werner Liebers ist dann mit einem Skoda RS 130 mit dabei gewesen und 1987 war er dann am Ende seiner Karriere angekommen, hat dann gesagt, okay, Schluss, aus, geht nichts mehr. Und wo die Heiko gegründet war, dann ist er wieder im wahrsten Sinne des Wortes auferstanden und gesagt, okay, ich bin wieder mit dabei. Und man muss mal anschauen, sein Zastava sieht genauso aus wie von den Farben her gesehen und auch von der Lackierung, sprich also auch von den Werbeaufschriften. Der wirbt dafür unter Trikotagen aus der DDR. Werner Liebers, der Hartmannsdorfer. Ja. Aktuell auf Platz 9 hier klassiert, also gut mit dabei. Ja, und vielleicht noch zu dem Zastava. Der durfte dann ab 1980 aufgebohrt werden bis auf 1300 Kubik. So, dann hat man Weber-Doppelvergaser dran gebaut, da war noch mehr Power. Das hat man dann nach einem Jahr wieder abgeschafft. Und das war auch ein Zeichen dann, dass Peter Mücke gesagt hat, mir reicht's und ist dann sofort in die Autocross-Szene eingestiegen und hat dort eigentlich eine Revolution mitbewirkt, indem er mit einem Buggy an den Start gegangen ist mit zwei 750er Yamaha-Motoren und ist damals sogar ein paar Mal Europameister geworden. Und heute brauchen wir nicht reden, wir wissen alle, heute Teamchef in der GT Masters. Steinmann dreht einsam seine Runden da vorne an der Spitze des Feldes. 9 Minuten Rennzeit verbleiben noch. Jens Vogt dahinter und Rocco Berger. Lada vor Skoda und Lada, also da hat es einen Positionswechsel gegeben. Berger vorbei an Hahn, Hahn auf dem Zastava, Berger auf dem Lada Samara. Und vorhin gerade hatten wir auch kurz mal ein wunderschönes Duell im Bild. Michael Weißenborn, Leipziger mit dem Lada gegen Kai-Uwe Rossner. Da hat man kurz auch gesehen, wie eng, wie dicht bei dicht diese Tourenwagen, ja, eh und je, ja, praktisch auf der Stoßstange fahren können. Das zeugt also von einer gewissen Leistungsdichte auf jeden Fall. Das also kommt es hier wirklich auf das fahrerische Können der einzelnen Piloten drauf an. Das sind ja alles 1300er Maschinen, die hier eingebaut werden. Wir haben ein paar Lada Samaras dabei, die sind zu DDR-Zeiten auch schon im Einsatz. Hier gewesen. Haben wir das Duell wieder. Ja, ja. Ich unterbreche nur kurz. Da. Rossner gegen Weißenborn. Stoßstange an Stoßstange. Aber richtig, ne? Ja, und wir haben natürlich nicht nur dieses Auto hier, diesen Samara. Wie gesagt, es gab ja auch Rumänien den sogenannten Dacia. Aber mit dem Auto hat man leider keinen Blumentopf gewonnen. Das hat man ganz schnell wieder aus der Szenerie zurückgeholt. Hier gab es doch einen Überrundung. Ja, das war Überrundung. Okay, also die Palette war nicht so groß. Lada Skoda angefangen hat das Ganze natürlich 1972. Erstmals erste Rennen der Tourenwagen in Schleiz, älteste Naturrennstrecke Deutschlands. Und da war natürlich Ronny ein Auto ganz souverän, der Wartburg. Das war natürlich das Auto. Und man hat aber dann, wo dann 1973, 1974 die ersten
russischen Ladas eingeführt wurden, hat man sofort umgeschwenkt auf die Viertaktzähne. Auch hier wieder das gleiche Prozedere. Du durftest alles verwenden, was aus sozialistischen Ländern kam. Alles andere war tabu. Wie gesagt, unsere DDR-Sportler haben das gemacht, die haben sich dran gehalten. Zum Beispiel bei den Werksladers aus Toglati. Da wurden schon die ersten Sachen festgestellt, dass man dann nämlich... Wo du Toljatti sagst, Lada sagst, das sind ja Zentimeter. Da kann man ja nicht mehr vom Meter sprechen. Wunderschöne Bleche, Studie, Zeitlupe. Die Bleche für den Lada wurden da schon wesentlich dünner gemacht. Die Zylinderköpfe waren anders. Also das waren schon alles gewisse Vorteile. Und man hat es auch dann wieder in der Wertung gesehen, der Pokal der Jugendwagen der sozialistischen Länder, es gewannen die Ladas. Und jetzt um auf den Sachsenring, konkret auch auf die Historie im Zusammenhang mit den Haigo-Tourenwagen zu sprechen zu kommen. Nochmal etwas genau, aus heutiger Sicht immer schwerer vorstellbar, gilt ja für die Formelwagen, gilt für die Motorradszene genauso, aber eben auch für die Formelwagen. Damals auf der alten Grand Prix, auf der Rennstrecke, auf der Sachsenring-Rennstrecke, Strohballen, keine Leitschienen, enge Straßen, Bordsteinkanten durch Häuserschluchten aus heutiger Sicht. Ronny, wir haben leider zwei schwarze Wochenenden hier am Sachsenring erlebt, 1977 und 1987. Bruce eben gesagt, das ist gerade in Bordsteinkanten, wo das Auto von Kessler in 2,50 Meter Höhe an der Hauswand lang gefahren ist. Das ist kein Witz. Das hat es also hier gegeben. Dann die Regenschlacht der Trabanten 1977 mit 8 Totalschaden. Also das war schon verdammt eng hier. Und trotzdem haben die Piloten damals, man nimmt das ja immer zur jeweiligen Zeit, Ortszeit und Bedingungen wahr, schon gesagt, Rennsport ist immer gefährlich, wird immer gefährlich sein, sagt jeder. Aber das wird auch bleiben. Es gibt eine gewisse, ein gewisses Sicherheitsgefühl, hatten sie trotzdem, bis dann halt das Jahr 1990 irgendwann kam und... Ja, das war leider ein ganz trauriges Jahr. Das waren aber nur noch Motorradrennen. Ja. Also da war schon keine Freigabe mehr für die Automobile hier am Sachsenring. Das war 1990 im Juli. Da gab es nur Motorradrennen und wir wissen alle, wie das ausging. Und dann gab es eine ganze Weile gar nichts. Dann waren wir lange Zeit im tschechischen Most, wo wir also dort den Sachsenring-Rennen ausgetragen haben. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Und dann, wie gesagt, kam das neue Verkehrssicherheitszentrum und wir haben toi 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 einen wunderschönen Sachsenring und freuen uns in 2 Wochen der große Preis von Deutschland hier am Sachsenring der Motorräder. Und da werden die Tribünen noch gefüllter sein, da bin ich mir sicher. Am heutigen Tag 25.000 Zuschauer, überragender Besuch zum 90-jährigen Jubiläum des Sachsenrings am heutigen Sonntag. Und es ist für all die, die die Rennstrecke Ende Juni gern selbst besuchen wollen, es gibt noch die Möglichkeit, Tickets für den Motorrad-WM-Lauf, für den Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring zu erwerben. Es ist die größte Sportveranstaltung Deutschlands. Das muss einmal gesagt werden. So, wir haben noch Zeit. Dreieinhalb Minuten knapp. Ja. Guido Steinmann allein auf weiter Flur. Mit sicherem Vorsprung wird sich das Rennen möglicherweise schon ein bisschen einteilen. Boxenfunk im klassischen Sinne, wie wir das heute kennen, haben die aber nicht. Nein. Nur, dass wir das mal plastisch auch. Du hast im Endeffekt an der Seite die große Boxentafel deines Teams, die rausgehalten wird, wo dann kodiert die einzelnen Zeichen drauf sind, damit der Fahrer genau weiß, was er zu tun hat. Aber in reinen Boxenfunk, wie man das jetzt zum Beispiel von der Tourenwagen-Szene kennt oder von der Formel 1, das ist Utopie hier. Ja, heißer Kampf zwischen Skoda 130 RS und Lada Samara. Aber ich sehe gerade rote Flagge. Rote Flagge. Red Flag. 2,42 vorm Ende des Rennens. 2,48 okay. Werden hier noch auf der... Wir hoffen, dass nicht zu viel passiert ist, denn jetzt wird das Rennen nicht mehr neu gestartet. Das heißt, Rennabbruch aufgrund der absolvierten Distanzzeit. Nee, da hat es irgendwie gekracht. Da wird es keinen Restart geben, würde ich jetzt davon ausgehen. Ja. Wir hoffen im Moment erstmal, dass es hier keinen ernsteren Zwischenfall gegeben hat. Das Rennen wird auf jeden Fall dann
so gewertet, wie der Stand jetzt war beim Abendbruch. Eine Runde und eine Runde wird natürlich abgerechnet. Also die letzte Runde, die komplett absolviert wurde vorm Abbruch des Rennens, die zählt dann für das Rennergebnis. Und da wird Guido Steinmann hier dann zum Sieger erklärt werden. Jens Vogt den zweiten Platz einnehmen und Rocco Berger den dritten. Steinmann, Lada, Vogt, Skoda, 130 RS, Berger, Lada, Samara. Da kommt das Streckenfahrzeug. Also, Guido Steinmann, Jens Vogt, Rocco Berger hier, der Einlauf beim Heigo Tourenwagenrennen. Wir geben aus der Kommentatorenkabine zu Almut Rudel. Und am Ende der heutigen Rennen, die wir hier in dieser Sendung übertragen, bedanke ich mich ganz herzlich bei meinem Gesprächspartner Dirk Heidolf für die nette Gesellschaft an diesem Nachmittag. Und Dirk Heidolf wird jetzt noch ein bisschen Motorrad fahren gehen, habe ich gehört. Ja, vielleicht. Jetzt schauen wir mal. Ich bedanke mich natürlich auch. War sehr angenehm, war sehr nett. Danke natürlich an alle Leute, die da waren. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Ich bin heute selber gefahren. Ich gehe jetzt nochmal zurück zum Team, die mir ein Motorrad zur Verfügung gestellt hatten. Und deswegen, ich hoffe, man sieht sich bald wieder. Alles klar, okay. Danke Dirk. Danke. Dankeschön, tschüss. Nicht nur der Sachsenring feiert an diesem Wochenende Geburtstag, auch der beste Rennfahrer aller Zeiten, Giacomo Agostini, 15-facher Weltmeister, 11-facher Sieger hier auf dem Sachsenring. Und er hat alle Angebote, seinen Geburtstag zu zelebrieren, abgelehnt. Das will für einen Italiener was heißen, wenn er nicht in Familie feiert, und hat sich stattdessen gewünscht, hier auf dem Sachsenring an seiner alten Wirkungsstätte im Start- und Zielturm seinen 75. Geburtstag zu feiern. Auch mit einer Stunde Verspätung vergeht Giacomo Agostini die gute Laune nicht. Zudem geht es ja um den eigenen Geburtstag. Ein weltmeisterlicher Empfang für den Italiener, wie es sich für einen 15-fachen Motorradweltmeister eben gehört. When I have the invitation. I'm very happy to come. Als ich die Einladung bekam, hat es mich natürlich sehr gefreut. Meine Familie in Italien, habe ich gesagt, sorry Leute, ich bin am Sachsenring. Trotzdem bin ich natürlich sehr überrascht, so viele Freunde zu sehen und auch meine ehemaligen Weggefährten. Eine Feier mit Freunden und ehemaligen Weggefährten, die tief bis in die Nacht dauerte und bei der die eine oder andere Geschichte ausgepackt wurde. Ah, es war ein harter Rennfahrer, aber auch sehr emotional. Wenn es mal nicht lief, war er oft sehr deprimiert. Er ist eigentlich so, wie er jetzt ist, so war er auch früher. Er war immer ein lockerer und netter und freundlicher Mensch. Immer geradlinig. Das erste Mal, als ich Ago sah, das war 74 in Daytona. Er hat das Rennen damals gewonnen. Da habe ich gerade angefangen, Straßenrennen zu verfolgen. Der obligatorische Geburtstagskuchen durfte dabei natürlich nicht fehlen. Die größte Torte für einen der größten Motorradsportler aller Zeiten, der auf eine Vergangenheit zurückblickt, die einzigartig ist, vor allem am Sachsenring. Auf einer Strecke, auf der oft der Mut zum Risiko belohnt wurde. Ach, das ist ein ganz spezieller Ort, weil die Atmosphäre immer so fantastisch ist. Hier zu fahren war äußerst schwierig und gefährlich. 200.000, 350.000 Zuschauer, die waren immer großartig. Die Menschen waren sehr herzlich zu uns. Giacomo Agostini fuhr zwischen 1966 und 1972 zu insgesamt 11 Siegen auf dem alten Sachsenring. Wenn die Klänge seiner MV Agusta ertöten, erstarrte alles. In der 350er und 500er Klasse waren ihm nur selten vorbeizukommen. Aber Agostini zog nicht nur in der Vergangenheit die Massen an, sondern auch jetzt noch und ist nach wie vor ein großes Idol. 90 Jahre Sachsenring. Was verbinden Sie damit? Giacomo Agostini zum Beispiel von früher. Da war ich die ersten Zeiten hier. Den haben wir früher im Fahrerlager gesehen.
Da war hier die LBG und dann war in der MTS, war im Fahrerlager. Da kam dann ab und zu auch mal Giacomo Agostini. Die Lederkombi passt immer noch genauso angegossen wie früher. Und fahren, das verlernt man auch im Alter nicht. Mit seiner MV Agusta ging es ein paar Runden um den neuen Sachsenring. Aber auch, wenn die jetzige Grand Prix-Strecke um einiges kürzer ist als der alte Kurs, der 75-Jährige fühlt sich nach wie vor pudelwohl hier. Ich erinnere mich, als ich am Sachsenring gefahren bin, waren immer so viele Zuschauer hier. Es waren immer tolle Rennen. Ich habe auch 11-mal gewonnen. Vielleicht gerade der Grund, warum sich die Menschen an mich erinnern. Es ist die Faszination Motorradsport, die kaum ein anderer so verkörpert wie er. Früher wie heute. Giacomo Agostini, einer der besten Rennfahrer aller Zeiten. Tja, ein sehr spezieller, toller Mensch. Ich hing den Bildern einfach noch nach. Faszinierend, dieser Mann. Sie war begeistert von ihm. Ja, einfach. Man sieht ihm nicht an, dass er 75 ist. Nee, auf keinen Fall. Aber René, eins wollte ich jetzt noch wissen. Was ist denn aus dem Protest geworden, der vorhin vom Lager Worm eingelegt wurde? Genau, geht ja darum, dass sozusagen in der 60er-Zeit, wo man nur 60 km/h fahren darf, ein Überholverbot herrscht. Das haben 4 Autos überholt, den Drittplatzierten. Der Protest wird jetzt gerade im Moment geschrieben, fertig gemacht. Und der Fahrer unterschreibt den jetzt gerade und der wird bis 17 Uhr, also wenn wir sozusagen fertig sind mit Senden, wird er eingereicht bei der Rennleitung und dann entscheidet quasi die Rennleitung darüber, ob er zugelassen wird, der Protest, ob dem stattgegeben wird und sie zählen gerade die 500 Euro nochmal, ob sie wirklich so viel Geld haben. Oh Gott. Also es wird noch eine spannende Kiste quasi. Ja, das habe ich heute gelernt, dass man immer 500 Euro bei sich haben zumindest, wenn man Autorennen fährt. Gut, wir haben aber noch einen Hinweis auf eine andere Sportart, passend zum Wetter. Absolut, passend zum Wetter. Hier oben sind ja mittlerweile bei dir, Almut, ich würde sagen, gefühlte 42,5 Grad. Da bietet sich an, ins Wasser zu springen. Und genau das passiert in diesem Moment auch. Gleich geht's los, nämlich in Kiew mit der großen Entscheidung. 10 Meter Turmentscheidung bei den Herren. Und das bringen wir Ihnen natürlich wie die ganze Woche über schon live gleich. Zum einen im Internet, im Stream unter www.mdr.de/sport oder aber zu Hause auf den berühmten roten Knopf, den Sie ja auf der Fernbedienung. Den roten Knopf drücken selber, ja. Den berühmten. Und wenn Sie da drauf drücken, landen Sie beim HBB-TV. Und dort sind die ganzen Inhalte aus dem Livestream auch nochmal abrufbar. Thorsten Püschel ist dann gleich für Sie zur Stelle in Kiew. Ja, René. Und wir können. Ist gerade ein bisschen laut hier, ho? Uns verabschieden, denn da unten wird gerade noch ein bisschen Rennen gefahren, natürlich. Ja, wir verabschieden uns mit den Bildern des Tages und wir könnten jetzt eigentlich noch ein bisschen Motorrad fahren, oder? Ja, wir gehen eine Runde Motorrad fahren. An der Stelle sagen wir aber auch noch, Ronny Maywald zum ersten Mal lange Strecken im Fernsehen kommentiert. Großartig. Heute. Hat er toll Dankeschön. Gemacht. Bedanken uns bei Ihnen fürs Einschalten, dass Sie bei Sport im Osten an diesem heißen Sonntag mit dabei waren. Almut, es war mir ein großes Fest. Danke gleichfalls. Mit dir gemeinsam diese Geburtstagsfeier 90 Jahre Sachsenring zu feiern. Auf Wiedersehen aus Hohenstein-Ernstheim. Just a young girl with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder.